Manni, Alter. Was geht ab, ey? Alles klar. Hast den Kronk zu Hause gelassen, ne? Jetzt ja, Alter, jetzt Millionär. Der ist jetzt YouTube-Millionär, weißt du? Deswegen bin ich hier am Stissen. Und dann rocken wir die Scheiße mal fett hier bei LPG Live, die Show. Jeden Freitag 18 Uhr für euch der hotste Shit. Wir machen die dicksten Games, wir rocken den krassen Kram. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute auf der Agenda haben. Sarata, mein lieber Kollege. Ja, wir haben auf jeden Fall Vivi vorbereitet. In THQ wollte sie eigentlich auch einsteigen, ein bisschen Geld ausgeben, aber war nicht so ganz. Ja, der Headbanger! Ja. Bleib mal ein bisschen hier bei den Löschen, Alter. Bleib mal ein bisschen locker. Nimmst du mal einen Stock aus dem Arsch, das Leben ja, schön. Mach einen auf Gangster. Ja, yeah, geil, Alter, mit Mucke, oder? Was sagst du? Ja, mit Mucke heute mal. Hab ich mitgebracht von meiner Band, weißt du, weil ich ja, ich mache zu Hause auch Musik, weißt du? Man muss ja sehen, wo er bleibt, auch im gehobenen Alter muss ja immer noch ein bisschen locker aus der Kanüle atmen, verstehst du? So, was haben wir denn auf Agenda? Ich kann nichts lesen, Alter. Hier ist so hell mit der Scheiße hier. Ja, THQ, was sagst du dazu, Manni? THQ, was denn das? Ist das irgendwie, kenn ich nicht. THQ? THQ, du kennst nur THC, ne? Ja, THC, Alter, damals, als ich studiert habe, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ne, und dann ist auch mir was geworden, aber, Alter, THC war eine geile Zeit, Alter, haben wir mal getickt, und getickt wurde auch bei THQ, habe ich gehört, ne? Ja, erzähl mal was darüber, ja, du bist doch ein Schlaufuchs. Ja, 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 dann Freund. Erzähl doch mal, ja, laber doch nicht, erzähl doch mal, mach mal, tu mal Butter bei die Fische. Sogar, Manni, hau doch mal rein hier. Ja, vorbereitet. Ich hab wieder vergessen, ey, wir sind nicht so, wir brauchen nicht wegen Gronkh zurück. Ich bin ja gerade noch bei Facebook, weißt du, habe ich ein paar Muttis klar gemacht, ey, Facebook ist geil, ey, wenn ihr, ne, wenn ein paar Chicas und so, mal schön Facebook, ey, looky looky, ne, machst du auch immer Bilder auf, ne, Milf-Style, Facebook. Milf-Style, ja. Machst du auch immer, bitte was? Milf? Style? Bitte was? Milch-Style? Also, Milch, Milch, ja, Milch, super. Ne, Milch kenne ich gar nicht. So, machst du aber auch bei Facebook Looky Looky immer, ne? Ja, Profile natürlich. Gucken, ne? Ja, habe ich einen Sarazan mich erwischt mit der Hand in der Hose, saß er vor Facebook, weißt du? Vor dem Profil von Klaus Günther. So, weißt du, muss einfach einen Wigrachendrachen einschmeißen. Es gibt ja, natürlich schön. Auch andere Hustenbonbons. Ja, beispielsweise Vigvap. Was gibt's denn auf andere? Ich weiß es gar nicht. Diese grauen. Hexal. Vigvaporup? Nee, keine Ahnung. Also blau und so grün und so. Ja, ich muss mal ganz kurz, Sekunde. Warte mal ganz kurz, lieber, mein lieber Freund Sarazza, warte bitte ganz kurz. Ich muss eben noch mal kurz was einstellen, um die Slideshow zu starten, ja? Geht das? So. Ja, was soll ich sagen? Die erste Meldung des Tages. THQ wird ja vertickt, wie man sieht. THQ, der große Summer Sale, kann man sagen. Mm-hmm. Oder Winterschlussverkauf, mm-hmm. So gesehen. THQ gibt's leider nicht mehr und die Firma wird zerrüttet, zerruppelt und zerschnippelt. Und deswegen gehen alle Marken und alle Subfirmen, quasi alle Entwicklerfirmen, die sich bei THQ in diesem Pulk befinden, die werden jetzt verhökert für Schnäppchenpreise teilweise. Auch wir haben uns da schon mal schlau gemacht und haben genau. Schon mal die ein oder andere Million auf die Seite gelegt, quasi. Absolut. Also wir wollten ja eigentlich, weil der Gronkh jetzt YouTube-Millionär ist, ne, eine Million Abonnenten hat, dachten wir, jetzt steigen wir auch ins Business ein, aber wir Koch Media und so, die haben uns alles weggeschnappt. Ja, ja, die kochen aber auch nur mit Wasser. Die kochen auch nur mit Wasser, ja, nee, ja. Also aber mit ziemlich teurem Wasser. Ja, leider ja. Das ist aus Voss-Wasser und Fidschi-Wasser, weißt du? Fidschi, also, wer kauft denn Fidschi? Also, mal ganz ehrlich. Wir waren mal im Hotel, kann ich mal erzählen, da kostet das 14 Euro für so ein Wasser. Das ist kein Scheiß. Du gibst natürlich auch aus, klar, ist ja Wasser, klar. Weißt du? Ist ja besser als das, was aus der Leitung kommt. Da lohnen sich 14 Euro pro 33 Milliliter. Was steht da denn? Freund von YouTube-Millionär. Ach krass. Aber du kennst den auch, ja? Geil. Ja, ich kenne den. Der will aber nicht mehr hier moderieren, der Gronkh, seitdem er. Nee, der ist jetzt was Besseres, habe ich gehört. Weißt du, Alter, deswegen ist er jetzt hier der Manni. Spasti, ja. Zum Glück bin ich ja geil. Ich habe den beim Frühshop mal im Kiosk getroffen. Da habe ich aufgehört, weil ich halt nicht mehr eine Lecker Sendung machen. Lecker Küstennebelchen reingeschoben, genau. Ne? Ein bisschen reingezwitschert heute Wunderberg, Morgen. Wunderberg, was. Schön, um 8 Uhr morgens treffen wir uns immer im Kiosk. Und dann vor allem 8 Uhr morgens, wird man gleich sehen, dass 8 Uhr morgens nicht ganz so stimmt, wenn unser Einspieler kommt. Aber naja, heute zu THQ so. Mal ein bisschen hier wieder den Ernst der Lage checken. THQ, wer es nicht mitbekommen hat, diesen Pleite, diesen komplett Platissimo, konnten leider nicht im Komplettpaket verkauft werden, sondern werden jetzt hier einzeln verscheppert. Und da werden die ganzen Lizenzen, die ganzen Unterfirmen, die Entwicklerschmieden von THQ werden jetzt verratscht und verkauft, verramscht. Ne? Und du hast da ja verrammelt. Mit dem Rumpel eine ganz tolle Präsentation gemacht, Manni, oder? Ich habe die gar nicht gemacht, die hat der Rumpel alleine gemacht. Der Rumpel war ja, ja, der Rumpel. Kiosk, der ich hab doch meine Leute dafür, weißt du, ich mache ja sowas nicht mehr selber. Seitdem ich damals studiert habe, da habe ich auch, ich entziehe mich des Geschäftes, weißt du, ich habe meine Leute einfach. So, zeig doch mal. Da haben wir zum Beispiel
South Park, Stick of the Truth, was ich übrigens auch mal anspielen wollte. Übrigens, oh, cool. Hatte ich mir sogar vorbestellt, aber kam ja bis heute nicht an, logischerweise. Und THQ Studio Montreal, warum ist es logisch, dass das an Ubisoft geht? Tja, weil die Ubisoft-Jungs ja bekanntermaßen auch in Quebec und Montreal abhängen und das ist dann wahrscheinlich total einleuchtend, denn da ist ja die Ubisoft-Hauptzentrale, auch der Assassin's Franzos. Creed und so. So in den französischen Gefilden von Kanada. Ja, und die haben sich einfach mal gedacht, komm, THQ Studio Montreal wird wahrscheinlich nicht mehr so heißen auf kurz oder lang, will ich mal behaupten. Aber nee, die haben sich einfach, wahrscheinlich verleiben die sich das einfach ein. Das ja, und dann haben sie sich noch die IP geholt, hier South Park, also das Spiel, die Lizenz, die Rechte von diesem Game. Und das wollen sie vielleicht dann veröffentlichen, die Mann von Ubisoft, wer weiß. Sicherheit. 5,7 Millionen haben sie ausgegeben. Wer bietet mehr, wer will nochmal, wer hat noch nicht, wer von euch zufällig gerade 6 Millionen übrig hat, kann das gerne überbieten natürlich. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist. Schade eigentlich, aber gerne mal. Dass wir das nicht eben mal gekauft haben. Denn hätte jeder Abonnent vom Gronkh 6 Euro einfach in die Tasche gesteckt, hätten wir alle gemeinsam uns THQ Montreal kaufen können. Ja, das wäre schön. Aber das schön Problem ist, man muss ja hinterher noch Geld reinbuttern. Die Leute wollen ja bezahlt werden, auch weiterhin. Na, die wollen nicht bezahlt werden. Wir kriegen das umsonst hin. Also dann im nächsten Monat können dann jeder 1 Euro spenden, dann haben wir wieder 1 Million, um das Spiel auch zu Ende entwickeln. Das ist ein guter Plan. Das lass doch mal machen. Wir wenden jetzt unten gerade eine Kontonummer ein. Wir kaufen einfach EA. Ja, wir kaufen einfach EA. So eine Gemeinschaftsaktion. Einfach Gemeinschaftsaktion. Weißt du, wie so ein Flashmob. Einfach mal EA kaufen. Voll geil. Mal gucken, was passiert. Aber EA ist doch schon, da müssen wir, glaube ich, oder muss, glaube ich, jeder 100 vielleicht müssen wir, Euro vielleicht müssen wir kleiner, so. Vielleicht müssen wir da kleiner einsteigen. Ja, ich glaube, also EA ist ein bisschen hochgenommen. Vielleicht THQ wäre super. Was würdet ihr denn, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, welchen Publisher, welchen Entwickler würdet ihr denn kaufen? Schreibt doch gerade mal in den Chat, der Sarazar kümmert sich gerade um. Ich habe gerade noch die Presse offen. Und ich schau mal ganz kurz, es geht weiter. Crytek zum Beispiel hat fürs Schiff, also wirklich ein Schnäppchen, für 500.000, ne, also für 500.000 Euro wurde die Marke von Homefront gekauft, die IP. Und Homefront 2 ist, das haben wir sogar schon erfahren, ist ja gerade in Entwicklung. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Und was daraus kommt, das weiß man nicht. Aber interessant ist natürlich, dass Homefront so billig über den Tisch ging. Wahrscheinlich, weil der erste Teil so gefloppt hat an dem, was erwartet wurde, glaube ich. Homefront 2, bin ich sehr gespannt, was... Obwohl, das ist ja ein Apfel und Ei ist im Vergleich. Und hier wird auch geschrieben, wo wir Crytek sehen. Crytek sollen wir kaufen, auch Ubisoft, EA natürlich. EA finden auch viele gut. Viele sagen jetzt hier auch, kauft doch hier Minecraft, die Entwicklerspiel Blizzard. Ach, da gibt es einige Valve. Ja. Müssen wir mal machen einfach, also weißt du? Schmeißen wir der Delic. Sollen wir auch kaufen. Na, schmeißen wir mal, freut sich ja Carsten. Aber hier 540.000 ist doch fast ein Appel und Ei nur für so eine Lizenz wie Homefront. Ja, die hätten wir uns auch holen können, ganz ehrlich. Und soweit ehrlich. Ich weiß, hat THQ sogar ein Homefront 2 entwickelt. Wenn du das Spiel einfach übernimmst, ich weiß, die haben sie bestimmt 5 Millionen reingebuttert für 540. Obwohl man nicht weiß, wie viel bei Homefront 2 jetzt schon passiert genau, ist. Genau, vielleicht zerrupft Crytek das. Wir sind ja auch bei Crytek am Mittwoch zu Besuch gewesen. Dazu aber da kommen wir später. Dazu kommen wir später. Jetzt wird es nämlich spannend, denn keiner weiß, warum. Wir haben hier ein Spiel, Evolve heißt das, Take-Two kauft das und das ist momentan noch in der Mache. Wenige wissen was davon und der Preis sind sagenhafte 11 Millionen Dollar. Dollar. 11 Millionen Dollar. Warum gibt man für ein Spiel, das momentan sich noch an Entwicklung befindet, das momentan noch überhaupt gar nicht fertig ist, wo man momentan nur irgendwelche rudimentären Shots und sonst irgendwas für kennt, warum gibt man dafür 11 Millionen Dollar aus? Das frage ich mich. Das fragst nicht nur du dich. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es ein VIP-Spiel ist. Ja, Work in Progress natürlich, aber Evolve muss ja ein geiles Konzept haben, denn Take-Two ist ja auch nicht der billigste Entwickler, sag ich mal. Die sind ja eigentlich schon ziemlich renommiert. Ja, die machen zum Beispiel, publishen die GTA mal eben so, ne? Also, was haben sie, glaube ich, noch? Dann haben sie noch Civilization und ein paar andere Games. Die haben auch viele Bioshock-Spieler. Bioshock auch zum Beispiel. Also die haben schon ein paar Games im Petto. Wundert man sich natürlich, dass das für 10,89 Millionen, vielleicht weiß ja jemand in den Kommentaren, Weil sie es können. Ja, aber du gibst ja nicht mal eben 11 Millionen aus. Das machst du halt als Betrieb nicht einfach mal so weg damit. Natürlich können sie es, aber da hätte auch Disney zuschlagen können. Einfach zu viel Geld. Weiß ich nicht. Ich glaube, hinter der Marke, da muss sich noch irgendwas anderes hinter verbergen und wir wissen halt nicht was. Wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es mal ruhig in den Chat oder in die Kommentare, wohin auch immer, schreibt es irgendwo hin. Weil wir sind ratlos, denn im Vergleich dazu, ne, Evolve, ne, 11 Millionen, im Vergleich dazu haben wir jetzt zack, für gerade mal 6 Millionen Dollar gehen Metro 2033 und Metro Last Light, das schon fast fertig ist, das eigentlich schon released sein sollte, gehen die beiden Dinger über den Tisch. Die komplette Marke Metro geht für unglaubliche 6 Millionen an Koch Media. Also hätten wir jeder 6 Euro, hätten wir sogar noch was über gehabt, um die Entwicklung von Last Light komplett zu vollenden.
Ja, das stimmt. Ja, also das wäre es doch gewesen. Und Last Light sollte eigentlich im letzten Jahr schon erscheinen und dementsprechend echt geil eigentlich, wenn man sich das mal so hochrechnet. Das ist doch sauber, oder? Das ist unfassbar. Und dann für 6 Millionen für eine Marke, die etabliert ist, ne? Für Spiele, die man schon kennt. Metro 2033 auf Last Light warten viele von euch wahrscheinlich. Ich warte da auf jeden Fall drauf. Ja, schöner Titel. Und dann guckt man hier Evolve für 11 Millionen. Warum? Wieso? Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Aber was mir noch besonders interessant ist, eigentlich die IP von Darksiders, da kommen wir jetzt auch zu. Das wird jetzt Saints Row erstmal. Haben wir ja gespielt, Saints Row 3, habe ich ja ein Let's Play von gemacht. Werden wir vielleicht auch nochmal zusammen im kooperativen Spiel vielleicht abdaddeln. Mal sehen, wie die Zeit so, was die Zeit so bringt. Oh, so siehst du also aus, Manfred. Ja, ich muss manchmal, muss ich ja mal Brille runter. Ja, man muss auch mal sein Gesicht zeigen, der Öffentlichkeit. Weißt du, die Leute begehren ja danach. Ja, da musst du dann mal manchmal, ich kann ja auch mal mit meinen Haaren. Wie findet ihr denn Gronkhs neue Frisur jetzt mal hier? Die völlig krank, ja, finde ich auch coole Frisur. Kann man ja auch mal so tragen, die Haare, oder? Ich habe mir die halt leicht blondiert, aber sonst ist ja alles normal. Naja, auf jeden Fall geht das ganze Studio, also Volition. Die werden, und Saints Row, also die Lizenz von Saints Row, die gehen alle zu Koch Media. Die haben wirklich... Die haben ordentlich eingekauft, 22,3 Millionen Dollar. Vielleicht suchen die auch noch einen Koch. Ich hätte den Manfred hier am Start vielleicht, der würde vielleicht bei denen... Currywurst. Hast du gerade wirklich so einen Kochwitz gemacht, ne? Ja, das noch, ich lege noch einen drauf. Du weißt, soll ich noch einen drauflegen? Du weißt doch, ich köche mein eigenes Süppchen. Du bist ja auch ein Sternekoch. Ja, ja, natürlich. Deswegen auch natürlich. Die 22 Millionen. Natürlich. So, das ist der Grund. Ein Koch im Lopf. Ach nee, komm weiter. Schnell, nächste. So, also Saints Row, geiles Game auf jeden Fall. 22 Millionen. Hammer. 22,3 Millionen. Lässt sich auch nur damit erklären, natürlich, dass die ganze Firma mit rübergegangen ist und dass Saints Row 3 doch ein Erfolg gewesen ist. Und für den nächsten Titel mache ich mich mal zum Darksider hier. Ist übrigens Assassin's Creed-Jacke hier, mal um Schleichwerbung zu machen. Das wäre ganz cool, wenn du mal so einen hellgrauen Pulli trägst und dann mal so eine Blutspur an der Wand entlang ziehst. Und das Coole ist ja, ich habe auch sogar hier ein Crysis-T-Shirt an, ne? Wem es auffällt, hier Crysis-Style. Ja, Mann. Das heißt, du trägst ja quasi doppelt Werbung spazieren. Hast du da irgendwelche Verträge? Oder, nee, oder? Leider nicht. Ich muss was ändern. Also EA, ne? Sebastian und Annik und so, die alle zuschauen jetzt gerade hier von EA und Ubisoft. Lass mal was rüberjucken. Damit wir endlich mal hier ein Spiel unternehmen. Ich habe ein köstliches Erfrischungsgetränk. Lass mal rüberjucken. Nee, damit wir hier mal bei THQ Super Studios kaufen können, ne? Wäre doch eigentlich eine coole Sache, ne? Also wenn wir jetzt dafür, würde ich... Machst du so ein paar Millionchen dafür, dass du hier so ein Stück Stoff platzieren trägst? Klar. Klar. Ey, ganz ehrlich, wenn Saints Row für 23 Millionen weggeht oder 22... da würde ich ein T-Shirt, muss ich doch mindestens 5 Millionen kriegen. Porto-Kasse, klar. Porto, Alter, Last Night Metro und so, ne? Und dann kannst du noch auf Ebay verhökern. Doppelt hält besser, ja genau. So. Sarazza, die Werbewand, genau, finde ich auch. Gott, du brauchst diese eine Frisur. Mütze oder sowas. Ja, also die Frisur finden die Leute super. Du brauchst noch einen Angelhut, das ist es. Battlefield können wir hier nicht spielen, liebe Freunde. Wir sind sozusagen eine Fernsehsendung. Das bedeutet, wir können keine Spiele über 18 spielen. Also zumindest Spiele über 16, bitte. Über 16, ja. Glaube, 16 geht. 16 geht. Ab 16 geht. Ja, aber du sagst ja auch über 16. Ja, genau. Über 16. Ab 23 Uhr könnte man das machen, ne, glaube ich. Oder 22 halt eben ab 18. Uhr, ich weiß es gar nicht. Das ist ja irgendeine Uhrzeitklausel, ab wann man das so bringen darf. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Ja, so. Nächstes Relic geht an Sega, die ja nicht mehr Konsolen produzieren, wissen die meisten ja von euch, sondern, hey, die machen ja nur noch Spiele, Sonic und so ein Gedeichsel. Und jetzt haben sie sich gedacht, Company of Heroes, eigentlich ein Hoffnungsträger von THQ, haben sie sich zugelegt. Obendrauf haben sie noch XCOM, kennt ihr ja wahrscheinlich. Enemy Unknown war gar nicht so bekannt, aber was auf jeden Fall ein Klassiker war, Terror from the Deep und wie sie alle hießen. Ja gut, die alten XCOM-Teile natürlich, super Klassiker. Mhm. Und Relic an sich, wenn es das gleiche Relic ist wie damals, ich weiß es nicht, dann sind die auch schon lange, lange im Start, aber dafür... Ja, ist ein Relikt der Spielebranche. XCOM ist übrigens auch ein extrem erfolgreicher Titel gewesen, der neueste Part. Wundert mich aber nicht, wundert mich gar nicht. So, was ich aber sagen wollte, 26,6 Millionen Dollar hat das Ding gebracht und das ist auch schon, also bei Company of Heroes, der erste Teil war, glaube ich, nicht so erfolgreich. Der ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dafür ist das doch schon, dafür, dass mit der Entwicklerfirma über den Tisch ging, ist das doch schon ein guter Preis, glaube ich. Also ein stolzer Preis, möchte ich sagen. Auf jeden Fall, absolut. Ich glaube nicht, dass... Also ist schon eine Menge. Aber Sega, gut, wenn sie es haben, die mussten ja damals ihre Konsolen einstellen. Jetzt machen sie nur noch Spielentwicklung oder sowas. Oder Publishing, ich glaube Publishing. Kommt, deine Haare stinken, habe ich gehört. Und du sollst mal zu Tokyo Hotel gehen. Ja, stimmt. Meine Haare stinken überhaupt nicht. Ja, und ich soll mal in die Kamera winken ganz kurz. Und das Saarland sollen wir mal eben grüßen. Grüß das Saarland. Hallo, das Saarland. So.
Ist ein ganz netter, das Saarland. Das Sarazarland. So, hier, dein Part. Wie geht's? Ne? Also ihr kennt ja Darksiders 1 und 2, ziemlich erfolgreiche Titel erstaunlicherweise. Dafür hat sich aber noch kein Käufer gefunden. Und das Krasseste ist, Vigil oder Vigil Games haben gesagt, sie hätten noch richtig fett was in der Pipe, ein richtig geiles Game, was alles den ganzen Markt revolutionieren würde. Wir kennen es noch nicht persönlich, das Spiel. Was da angekündigt würde, machen sie ein bisschen Geheimnis draus. Ne? Ich lasse mich überraschen. Also angeblich, man ist wohl nicht sehr erfreut über den Umstand, dass man nicht verkauft wurde. Interessant ist momentan Platinum Games, da oben sieht man das ein bisschen, aber von uns hatte keine Ahnung, was Platinum Games eigentlich macht. Da hätten wir jetzt noch eine Chance. Ich gehe als Werbewand, wir spenden alle zusammen, irgendwie alle zusammen kaufen als Community ein Game. Ich gehe morgen noch ein bisschen Blut spenden. Du kannst auch noch, genau, du kannst Blut spenden, Sperma spenden und so, aber der Sperma will ja von dir keiner haben. Alter, das ist Premium, Alter. Ja. Das ist... Ja. Siehst du, da kreischen sie schon, das geht schon los. Angstschreie. Nee. Ja, wegen der Ladung. Oh mein Gott. So. Ey, du Rumpel darfst auch keinen Soundboard in die Hand drücken. Das wirklich nicht. Der übertreibt zum Glück gar nicht. Yeah, Gronkh fährt mal den Ansatz. Das Husten passt überhaupt nicht. Das Husten klingt so falsch im Zusammenhang, lieber Rumpel. So, auf jeden Fall, Vigil. Mit Darksiders momentan noch keinen Käufer gefunden. Man mokiert sich ein wenig darüber, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall die Leidensgeschichte von THQ. An dieser Stelle nochmal Ruhe in Frieden. Es war eine schöne Zeit. Ja, es tut mir wirklich leid für THQ und auch für die Mitarbeiter. Ich meine, da haben ja teilweise echt geile Spiele gemacht. Dass so ein riesen Publisher so schnell untergehen kann, hätte ich nicht erwartet. Das ist eine Katastrophe, vor allen Dingen unerwartet. Also für mich unerwartet, weil ich ja meinen Ohren nicht am Finanzmarkt habe oder sowas. Nee. Ich habe das selber nicht so... Hätte ich auch nicht gedacht. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Hätte ich einfach nicht für möglich gehalten, dass es so... Ich bin auch noch mitgenommen ein bisschen. Ich bin auch noch mitgenommen. Und an dieser Stelle... Stehen die Haare zu Berge noch. An dieser Stelle auch noch mal ganz kurz eine Gedenkminute für Mieze Mounts. Das reicht. Also der Rumpel mit seinem Soundboard. So, weißt du, ich will einen tragischen Moment machen, der verfurzt dir wieder alles. Ja, verfurzt. Ja, ich höre den manchmal selbst von der Regie. Ne? Hat er wieder Erbsensuppe gegessen, Alter. So, was haben wir jetzt auf der Agenda? Tja, das nächste geht, kommen wir jetzt zu unserem hier Crysis-T-Shirt, habe ich ja schon gesehen. Ihr kennt sie, Helden, vielleicht noch. Ja, der ein oder andere wird sie noch. Zieh mal schnell hoch das Shirt. Ah, das war jetzt aber nicht so überzeugend. Ding, ding. Ich dachte, du machst jetzt ein bisschen Nipple-Action. Nee. Na klar. Nee, das geht ja nicht, weil wir sind ja erst ab 23 Uhr, ab 18 und so. Achso, du hast Brüste, wolltest du sagen. Ja, weißt du doch. Deine wogenden, vollen, reifen Brüste. Manfred, ich will dir nicht erzählen, dass du wieder immer dran spielen willst hier. Ja, natürlich. Manfred auch. Deine alten Schlauch. Manfred will immer dran mampfen. Auf jeden Fall, wir waren ja unterwegs, also du und der Gronkh, ne? Ich war nicht dabei, der Gronkh war dabei, der Rumpel war auch am Start und es waren noch viele andere Let's Player am Start, zum Beispiel Jungs von Pete. Genau. Auch der Debitor, Sirius, der war auch mal endlich Debitor, da waren einige am Start. Super. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen und den wir vergessen haben, der fühlt sich auch herzlich gegrüßt von uns. So, und wir waren da, wir sind nach Frankfurt gedüst und wir haben einen kleinen Film gemacht, den wir natürlich produziert haben, als wir völlig fertig waren, weil wir mal wieder nur 3-4 Stunden geschlafen haben, sind früh morgens aus dem Bett gekrochen, möchte ich fast sagen. Früh morgens um 10, wo man sagen muss, nach 4 Stunden Schlaf oder ja, so. Ja, aber wir waren halt wieder bis 6 Uhr irgendwas am Deichseln und sind völlig fertig da nach Frankfurt gedüst, sehen auch dementsprechend aus, aber hier, ich will gar nicht lange quatschen. Film Mats ab! Toll, dass du immer mit der Kamera drauf hältst, egal was man gerade macht. Ich kümmere mich bei den Superhomies immer darum, dass sie möglichst die coolen Bilder haben. Der Rumpel zerstört hier das mal mit dem Trailer und das gesamte Image. Komm, Rumpel! Völlig fertig mit Energy Drink. Sind wir beide und der Herr Rumpel, der gerade hinter der Kamera steht, aktuell auf dem Weg nach Frankfurt zu Crytek. Jetzt gehen die ganzen Schrebergärten. Currywurst, ein Stück deutscher Kulturgeschichte. Wir haben schon ein bisschen was gegessen heute. Ich muss sagen, dieses Brötchen war nicht so geil und deswegen machen wir in der Bahn weiter, hier auf unserer Reise nach Frankfurt. Herzlich willkommen bei den schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Heute Köln-Frankfurt
In einer verschneiten Trasse sehen wir das Wildbret, wie es sich versteckt in einer eisigen Landschaft. Wir fahren gerade mit 189 km/h und das Tolle daran ist, wir fahren gar nicht selber. Das macht ein sogenannter Zugschaffner für uns. Ne, wir müssen gar nicht mehr selber fahren. Wir sind so dekadent. Was ich ja persönlich super finde, ist, seitdem wir halt diese ganzen YouTube-Geschichten machen, wir verdienen so exorbitant viel, dass wir einfach das Geld mit vollen Händen rausschmeißen. Wir preisen zum Beispiel nur noch erster Klasse, luxuriös. Ne? Ja, erste Klasse hier, seht ihr ja. Also luxuriös. Snobs geworden. Nachher kommt noch jemand zur Massage vorbei und wir relaxen am Pool in unserer Traumvilla. Frankfurt, auf geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Ist doch egal, wir haben Zeit, uns gehört die Welt. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Der Hauptbahnhof ähnelt dem Kölner schon sehr. Jetzt sind wir hier endlich in Frankfurt durch die Kälte marschiert und werden jetzt hier zum YouTube-Event eingeladen können. Spielen was denn? Ich habe gehört, Crysis 3 steht heute auf dem Plan und da dürfen wir exklusiv heute auch mal Multiplayer anzocken und Singleplayer natürlich haben wir auch schon gezockt für euch, haben die Videos natürlich auch schon hochgeladen und heute gucken wir uns mal den Multiplayer-Teil an und bashen uns da mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, ich freue mich auch. Labor von Crysis 3, hier wo die CryEngine entwickelt wird unter anderem. Die haben bestimmt gute Cheatcodes hier auch für Spiele. Ja, ich wollte mal gucken. Wir ziehen uns nachher noch den Source Code runter. Habe ich extra so einen 1 GB USB-Stick habe ich mitgebracht. Das wissen die ja nicht, verrat das jetzt noch nicht. Nee, das sage ich ja auch niemandem. Ich habe das Spiel schon auf Platte. Es guckt ja eh keiner zu, das ist ja das Gute. Und deswegen können wir das mal auf YouTube hoch. Ne? Wir laden den Source Code auf YouTube hoch mit Screenshots in JPEGs, den könnt ihr euch abtippen für zu Hause, wie früher im C16-Magazin. Genau. Und dann bringe ich ihn um. Scheiße, wir sind aufgeflogen, wir müssen weg. Aber kein Problem, bald gibt es trotzdem Video. Viele von euch kennen ja neueste Trends aus Amerika. Es gibt auch Ikea in Amerika und die haben jetzt mit Kästele, haben die einen neuen Tisch entwickelt, der ist ziemlich geil, der ist vielleicht ein bisschen teurer, was für die gehobene Brieftasche bei Ikea, aber dafür hat man sogenannte Standing Desks, da kann man sich so hinstellen und im Stehen arbeiten. Das ist ganz gut, das entlastet den Rücken auch ein bisschen, den Steiß und gerade wer so alte Computerveteranen mit einem krummen Rücken werden das zu schätzen wissen, dass man sich hier einfach hinstellen kann. Er sieht auch designtechnisch sehr geil aus, viele Rundungen, das ist schon ein bisschen Apple-Design in schwarz. Ne? Ja, das ist der neue Kästele aus dem Hause Ikea USA. Vielen Dank. Ja, wenn hier jemand bei Crytek nicht richtig funktioniert und nicht ordentlich programmiert und designt, ist hier die Folterwand. Kriegt da schön hier immer einer nach dem anderen rein hier. So, wir befinden uns gerade in der Chefetage von Crytek. Und hier sieht man schon, hier werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, was trinke ich denn heute Morgen? Wir dürfen jetzt zwar nicht alles filmen bei Crytek hier in Crysis Heiligen Hallen, aber wir haben immer Einblick in drei exklusive Charaktere. Gerade bei Crytek ist das ja so, ne? dass man dann was aufnimmt, kann man ja auch mal, dann, Vorsicht, die Gruppe. Die Gruppe. Das ist ja sehr interessant. Tja, so war es in Frankfurt. Es war ein schöner Tag bei Crytek, wo wir einfach durch die Flure geirrt sind mit der Gruppe und das war aber echt lustig, muss man sagen. War richtig geil, hat richtig Laune gemacht. Ja, aber ich muss dazu sagen, wir haben auch ein Gameplay schon von Crysis 3 rausgehauen. Wir hatten ja auch schon eins von der E3 weltexklusiv hier auf meinem Video, könnt ihr das finden. Und auf meinem Channel gibt es auch ein Gameplay zu Crysis 3, einfach mal
bei Facebook oder bei Google eingeben, Sarazar. Die, die meinen Channel kennen, wissen schon. Ja, und wir hatten viel Spaß, ne? Und genau, wir hatten, das muss man sagen, wir hätten gerne auch mehr gezeigt, so ein bisschen auch so die Entwicklerschreibtische und bla bla bla. Aber da sind leider gerade überall Top-Secret-Games in Entwicklung, die wir noch gar nicht nennen dürfen. Und deswegen durften wir halt nicht so rumfilmen, wie das alles gemacht wird und so weiter und so fort. Sonst hätten wir gerne mehr gezeigt. Aber so haben wir immer so ein bisschen gezeigt, wie die Küche da aussieht, wie Getränke im Kasten aussehen. All die spannenden Dinge, die man sonst als Gamer gar nicht so mitkriegt, die draußen in der Welt vor sich gehen, die man so gar nicht sonst einschätzen kann. Ja, und wir haben auch viele mit den Jungs gequatscht, mit den anderen Let's Playern. Hat richtig Laune gemacht. Die meisten kennen wir ja eh schon persönlich, aber auch ein paar neue kennengelernt. Das stimmt. Und natürlich, wir sahen ein bisschen fertig aus. Meine Haare waren übrigens gewaschen für die Leute, die meine Haare das wieder verpfändig haben. Ja? Das Thema Haare. Lass mich mal ausreden kurz, denn ich benutze immer Öl. Salatöl. Olivenöl. Nein, wenn du nasse Haare hast und eine Mütze anziehst, sieht das nun mal so aus. Ist halt so in Ordnung. Aber ich werde sie mir auch schneiden für die Kritiker, weil ich sehe wieder im Chat, dass wieder über meine Haare das. Oh, darf ich dann deine goldenen Locken einsammeln? Nächstes Mal kann ich mir einfach deine Kapuze. Was, Kapuze? Ja. Jetzt, wo das Thema Haare ist, muss man noch mal ganz schnell in den Chat gucken. Das dauert jetzt ein bisschen. Es geht eine halbe Stunde weiter. Und du sollst, Gronkh sieht aus, als hätte er. Also, deine Haare sind auch Oberthema. Ja, meine Haare sind aber auch super. Ich habe ja extra mal, ich wollte mit dem Sarazar endlich mal Konkurrenz machen mit seinen Haaren. Deswegen habe ich auch einfach mal ein Haarpflegeprodukt ausprobiert aus der Türkei. Und schwupps, ging es los. Und dann hat man ein bisschen blond gefärbt, einfach, weil das ist frischer, einfach der frische Look. Ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen. IPC, ein Doping für die Haare. Ja. Nur für die Haare. Kaum hast du keine Schuppen mehr, da wachsen die Viecher wieder. Weil das ist der Tigerbalsam, ne? In dein Tigerbalsam. Ja, Balsam kann man auch Balsam. Aber Tigerbalsam ist doch dieses Zeug, was wie Vic Vaporub ist, ne? Ach ja, genau, ja, stimmt. Dass man sich so ein bisschen die Nase das ist so, dieses Das hat doch der Björn immer, ne? Der hat doch immer dieses Tigerbalsam immer, oder? Nee, das ist wieder aus Thailand. Das sind diese Dinger, die dir in die Nase stopfen. Kannst du das voll die erfrischte Nase. Das ist aber so ähnlich. Ja, so ein Riechstift. Riechstift. Ja. Tigerbalsam ist eher so ein kleines Döschen mit so chinesischen Dings drauf und dann tust du so ein kleines. Ist so ein bisschen wie japanisches Heilöl genau, oder was es da nicht alles so, gibt. Ätzt dir das alles weg, was du im Körper hast. Genau, und auch die Freunde, die neben dir stehen, die werden einfach weggeätzt und die werden verschwinden einfach, aber dafür kannst du frei durchatmen. Hast hier natürlich direkt in der Lunge so ein bisschen Loch perforiert. Ja, also vor allem nimmt man das ja auch immer, wenn man Schnupfen hat und wenn man das dann auf die Wunden stellen tut vom Schnauben. Ja, das ist super. Das ist total erfrischend auch. Naja, wie hat es euch denn gefallen, der kleine Clip? Ja, also Leute, das Thema Haare hat jetzt echt. Da haben wir jetzt genügend drüber geredet. Tigerbalsam ist der Hammer. Siehst du mal, wir sollten hier auch mal gesundheitlich irgendwie ein bisschen, ne, und sowas. Nein, ich werde mir keine Glatze schneiden, aber ihr habt recht, ich muss mal wieder zum Friseur. Ich gebe es ja zu. Welches Shampoo benutzt du eigentlich? Ich benutze unterschiedliche Shampoos. Ich benutze niemals dasselbe. Das ist eigentlich der Trick an der ganzen Sache. Alter, wir sind ja in der Gamer-Sendung. Get back to work, you slacker. Ach du, komm ey, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, der Rumpel redet da nicht drüber, der hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Meister Popper! Da redet der nicht so gerne drüber, weißt du, was ich meine? Nee, aber ich finde es gut, auch mal in einer Gaming-Sendung ruhig mal das Thema Shampoo anzusprechen. Ja, genau. Es ist gewagt. Wir können auch mal das Thema Haargel und Haarstyling-Mittel und so. Wir können mal eine Sondersendung machen. Vielleicht sollen wir mal ein Feature mit Hair-Tutorial machen. Boah, das würde ich feiern. Oder mit Darum oder würde ich feiern. Mit Beauty PG und wie sie alle heißen. Oder Vorstadt-Cinderella. Würde ich feiern. Oder wie heißen sie denn? Können ja alle von uns. Wieso grüßen? Kennst du eigentlich diese ganzen Channel? Das macht mir Sorge. Ich kenne mich doch aus im Business. Ja. Ich kenne mich doch aus. Das macht mir Sorge, mein wunderschöner Freund. Im Styling-Business kenne ich mich aus, Alter. Natürlich. Wir sind doch die Beauty-Gurus, Schatzilla. Ah, Checker. Wir haben sogar wirklich die Domain beautygurus.de. Ja, die ist unsere Domain. Wir sollten mal wieder ein bisschen Beauty-Tipps auch oder das Volk. Wir hatten ja Superhomies in Berlin. Wer will wissen, wie die Beauty-Gurus so abgehen. Superhomies in Berlin, mal schauen. Aber erst nach diesem Stream, denn wir haben noch viel vor mit euch. Und zwar werden wir jetzt gleich eine kleine Runde Minecraft-Basketball spielen. Davor will ich noch eine kleine Ankündigung machen. Denn heute spielen wir Microwalls. Es hat glücklicherweise funktioniert. Es war ein bisschen problematisch, deswegen gab es auch heute keine wirkliche Pre-Show. Weil wir probiert haben, es alles dann laufen zu kriegen. Aber hat dann am Ende alles funktioniert. Und wir wollten noch ein anderes Thema eingeht, und zwar unsere schöne Wand. Ja, können wir doch mal mit dem R2, der R2 dreht sich gerade. Wir zeigen jetzt mal unsere Wand, die jetzt heute exorbitant gewachsen ist, mit ganz vielen Zeichnungen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt von da aus so sieht. Scheiße, ich habe immer noch ein Haar im Maul. Moment. Und wir haben noch was anderes, also nicht nur diese tolle Wand, wir haben auch ein geiles LPT-Schild bekommen, ein Leuchtschild. Das kann man hier mal zeigen vielleicht, gerade da. Hier, mit dann. Leuchtdioden. Ja, selber gebastelt. Jetzt bist du wieder cool. Im Bild. Ach doch, das sieht man da. Ja, das sieht man doch bei mir da. Ja, sehr geil. Schön einfach, Jungs.
Ja, vielen cool. lieben Dank für all die zahlreichen Einsendungen. Es ist immer wieder eine riesige Freude, den ganzen Kram zu öffnen und dann zu gucken, vor allem, weil teilweise die Bilder, die dabei sind, sind auch so hammer einfach. Die sollte man sich eigentlich einrahmen und nicht einfach an die Wand kleben. Da müssen wir mal gucken, aber Bilder. Ja, wir haben ja auch noch viele andere hier liegen. Also wir haben viele, viele zugeschickt bekommen. Ihr könnt uns doch gerne immer mehr Bilder schicken, das ist überhaupt kein Problem. am besten an MyVideo, ne? Oder an PlayMassive oder wie auch immer die Adressen. Wir bräuchten auch mal ein Postfach übrigens. Wir bräuchten wirklich mal ein Postfach. Ja, du hast jetzt auch diesen tollen. Das ist übrigens das Ding, kann ich mal ganz kurz ankündigen, was ich letztens noch erwähnt hatte im Let's Play von Left 4 Dead, wo man hier einfach, du willst auf, du wolltest drücken. Ne? Ich komm, weiß nicht, was das für Töne macht. Ich mache hier einfach mal. Ich kenne das sogar. Hier ist ein Bild mit deinem Gesicht. Warte mal. Ja, kommt auf jeden Fall hin. Das sagst du ja nur, weil du ein altes Arschgesicht bist. Das ist eine verblüffende Ähnlichkeit. Und hier ist, ach, guck mal. Das kommt mir so bekannt vor. Komm mal, der rum. Erwähne doch mal ganz kurz dein Pulli. Was steht da auf deinem Pulli? Von welcher Marke ist dein Pulli? Assassin's Creed. Yeah. Oder auch hier mein Crytek-T-Shirt von Crysis. Passend zum Beitrag. Das haben wir da übrigens bekommen hier auf dem Event. Finde ich irgendwie cool, weil es ja alle Charaktere auflistet, die so ein bisschen mitspielen. Boah, Alter, nee, das meine ich jetzt mit Rumpel. Oh Gott. Geld. Das ist so eine Fahrradklingel. Gronkh, wann hast du endlich die 100 Millionen Abonnenten? Die 100 Millionen Abonnenten soll nächste Woche soweit sein. Ich komme aber nicht hinterher mit dem Fake-Accounts erstellen. Ich beeile mich momentan noch. Jetzt habe ich gerade erst die 1 Million geschafft mit den Fake-Accounts, aber ich habe jetzt so einen Bot programmiert, der macht die anderen 99 Millionen dann auch noch voll. Dann passt das schon. Ne? Ich arbeite dran, also ist versprochen. So, jetzt kommen wir aber zurück zum Thema. Wir können nicht die ganze Zeit über deine Haare reden, Sarazar. Nö, aber hier im Chat geht es trotzdem weiter. Und deine Perücke und meine Frisur sind natürlich... Sarazar, besser eine Glatze als gar keine Glatze? Das verstehe ich nicht. Mütze, Glatze, weiß ich nicht. Nee, der Spruch heißt, glaube ich, anders. Besser eine Glatze als gar keine Haare, so rum geht der Spruch. Ah, aber der Rumpel hat Haare, also ich wollte, das war jetzt ein kleiner Spaß. Die Frage ist nur, wo? Das ist wie so ein Suchbild beim Rumpel, da muss man immer so ein bisschen am ganzen Körper so ein bisschen gucken, aber da findet man hier und da doch welche. You talking to me? Also der Duke, ne? Seitdem der Duke in der Regie sitzt, ja, wir haben der macht uns immer ein bisschen Stress, der Duke, also das finde ich nicht so. Now I'm really pissed off. Alter, ich hab doch nichts gesagt. Ich sitz doch nur hier. Bleib mal locker da drüben. Sonst gibt's keinen Nachfolger mehr. Duke Nukem Forever war scheiße. Ja gut, da passt es wieder. Duke Nukem Forever war wirklich nicht cool. War nicht geil. Nee, war nicht geil, leider. Duke Nukem 3D war so hammercool und das leider... Und dann kam das... So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt Microvolts, könnt ihr, wenn er Bock hat... Nee, wir spielen erstmal... Ja genau, Microvolts könnt ihr mitspielen, genau, könnt ihr mitspielen. Unten blenden wir mal eben ganz kurz ein. Nein, blenden wir gar nicht ein. Weil wir spielen das ja heute einfach so ohne APT live. Aber ich wir dachte, machen wir noch einen Server und geben dann das Passwort preis und dann können die Leute sich schnell einloggen. Ach so, ich dachte, heute machen wir das wieder mit so... Nee, so hatten wir es eben im Rumpel auch abgesprochen. Ja, ich musste ja die ganze Zeit irgendeinen Scheiß machen. Ja, ist kein Problem. Ja, warte mal, ist kein Problem, dass du den Rumpel wieder nie zugehört hast. Now I'm really pissed off. Ah, der Duke, Alter, der Duke, der muss man Duke, der Rumpel ist dann immer pissed off, ne? Wenn er den nicht zuhört, so. Wird er immer gewitzig. Was spielen wir denn dann? Ich würde sagen, wir spielen mal The Cave. Ne? The Cave ist gerade raus, neues Spiel von wir Rotten spielen jetzt erstmal Minecraft Basketball. Alter, sag mal, bin ich nicht bei der Probe dabei gewesen, oder wie? Seitdem der die blonden Haare hat, Alter, hör mir auf. Schnürt mir hier, guck mal, Alter, wie der mal den Kopf abschnürt da oben. Ey, und denk bloß dran, in Game Mode einzustellen. So. Ja, letztes Mal haben wir es ja nicht ganz gebacken bekommen mit Minecraft Basketball. Ich sehe gar nichts, ich kann nicht mitspielen. Alter. So. Der Server ist derselbe wie von den Hunger Games, oder, Rumpi? So. Ja, der von immer, der ganz oberste. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, Game Mode 1 einzuschalten. 2. Game Mode 1, damit wir alles kaputt machen vorher. Das wird so ein Running Gag für uns. Also der Rumpel freut sich bestimmt total. Wo bin ich denn hier? Gronkh hat richtig aufgepasst heute wieder. Sag mir nochmal, ich würde nicht zuhören, Rumpel. Ja, wieso? Ich weiß doch, dass wir Game Mode 2 einschalten müssen, aber ich muss erstmal mit Game Mode 1 rüberfliegen, weil ich bin hier gerade irgendwo im Off. Nein, du kannst einfach Game Mode 2, dann beamt er dich. Eingeben, dann wirst du teleportiert. Alter, ich wollte gerade in die Umkleide fliegen, jetzt lass mich doch mal wenigstens umziehen, Alter. Hey, was ist das denn für ein cooles Schild? Oh, du bist es denn? Nee, will ich doch gar nicht. So, wo bist du denn? Ja, ich muss noch mal Game Mode 2 ja, Alter, gib doch mal endlich Game Mode 2 ein. Du hörst doch nie zu. Das ist eine Katastrophe. Ah, nee, da muss ich jetzt wirklich fliegen oder was, Rumpi? Nein, was macht ihr denn da immer? Du sollst da einfach noch mal drauf drücken, dann bist du wieder zurück in der Umkleide. Geil. Da habe ich gar nicht einfach drauf gedrückt, schön. Da wurde ich einfach so teleportiert. Alter, das ist so simpel und ihr kriegt das in zwei Sendungen nicht hin. Alter, wir brauchen es komplizierter. Wir sind nicht so eine simple Typen wie du. So. Ey, ich soll unbedingt Seifenblasen machen, habe ich gehört.
Okay, Red Team okay. Is ready to play. Okay, come on. Yeah, so. Basketball, on, die Regeln müssen wir euch nicht erklären. Basketball ist Basketball und wir müssen... Yeah. Nein! Yeah, ich bin im Ball, Baby. Yeah. Ist das schon... Ja, du hast einen Punkt gemacht. Du hast einen Punkt gemacht, tatsächlich. Alter, was ist das denn für ein unfaires Gameplay? Ich bin eine Basketball-Legende? Hä? Wo ist denn der Ball? Alter. Hast du den... Ach, du hast den Ball, Alter. Sag das doch. Boah. Scheiße. Yeah, ich bin die Basketball-Legende, ich bin Flying Air Jordan, Alter, hör auf mich zu snacken. Alter, jetzt verpiss das dich. Das machst du nur, weil ich schwarz bin, so. Bist du ja nicht. Natürlich, ich bin Basketballspieler und die Besten sind einfach schwarz. Bei Sarazza, Alter? Alter. Yeah, Alter, geh ich dir auf den Sack oder was? Nee, überhaupt nicht. Das Problem ist dein Ball. Was kann ich noch tun? Sarazza ist tot. Der Sarazza ist tot. Boah, wir waren letztes Mal irgendwie besser. Sarazza, komm schon. Herr Jordan, ach Scheiße, da bin ich gestolpert gerade. Oh, ich hab das Ding, Alter. Nein, hast du gar nicht. Ey, geh weg vom Korb, Mann. Oh, Alter. Mann, ich mach dich kaputt. Verstehst du, ich mach dich kaputt, Alter. Geh weg von meiner Hut hier, Alter. Ich mach dich platt, Alter. Ich komm mit meinem Kumpel und box dich weg. Yeah. Ich hab die Pille. Geh weg, Mann, ich hab die Pille. Also heute nur Basketball hier bei dir. Nein, das ist voll unfair. Ey, Alter, den Ball krieg ich nicht hier in die Ecke. Nee, du kriegst aufs Maul in der Ecke, das ist dir hoffentlich klar, ne? Alter, ich komm nicht aufs Maul, aufs Maul. Du warst richtig aufs Maul, kommst nicht mehr weg. Yeah, aufs Maul, yeah, nein. Aufs Maul. Du kriegst jetzt aufs Maul. Man kann gar nichts mehr machen, ey. Wuhu. Alter! Nein! Hey, ich bin da drüber gelaufen, war. Ja, aber nicht gut genug für mich, Alter. Wo rennst du denn hin? Ist dein eigenes Hauptsache, du kriegst die Pille nicht. So, scheiße, ich muss ja aufs Maul. Nein! Alter, so knapp. Alter, Sarazza, hör auf, warte Mann. Mal, ich muss ey, das mach keinen Scheiß, geh weg, ey. Geh weg von meinem Kopf, Alter. Mach keinen Scheiß. Du kriegst aufs Maul, das weißt du, ne? Ey, das ist meine Hut hier. Verpiss dich, Alter, verpiss dich. Lass mein Körbchen in Ruhe. Alter, lass mein Körbchen in Ruhe, Mann. Ich mein's ernst. Du kannst nicht jeder Person sofort ans Körbchen gehen. Na komm, Alter, der muss drin gewesen sein. Das geht doch nicht, Alter. Ich bin schon. So, jetzt habe ich dich geslayed. Oh, das ist die Chance eigentlich für dich. Alter, hast mich voll weggebasht in der Luft, Mann. Ey, ich mach dich platt, das weißt du, ne? Ey, da komme ich hier gleich, Alter, mit meinen Homes. Alter, jetzt bin ich sauer, Alter. Ich prügel dich zurück nach Russland. Mach ich eigentlich auch Schaden bei dir, oder? So. Machst nur du Schaden bei mir? Na, ich mach Schaden. Du hast schon Schaden, weil die kann ich ja gar keinen Schaden mehr machen. Jetzt komm, ey, Alter, das gibt's doch nicht. Ja, hab ich dich gerade noch weggeprügelt. Yeah! Du hast einfach nicht gebacken, ey. Wo ist der Ball? Ach, ich hab den. Ja. Komm schon, yeah! Nein, das war so knapp. Verpiss dich. Nein, ich hab Diät. Scheiße. Okay, weiter. Sarazza. Ey, gib mal den Ball. Danke. Nein! Mann, was ist denn da los? Das Problem ist einfach, wenn du weghauen willst. Gib mal den Ball. Ey, Alter, ich kann mich nicht mal bewegen. Gib mal den Ball. Ey, gib mal bitte den Ball. Nein! Du Lusche. Ich hab den Ball. Ja, komm schon. Nein. Alter, nein. Nein, das gibt's gar nicht. Hab ich den Ball? Du hast den Ball. Wieso hast du den Ball? Ey, warum holst du mich schon wieder ein, du Arsch? Weil ich geil bin, Alter. Weil ich einfach nur geil bin. Und deswegen. Bam, nein. Alter, das kann doch nicht sein. Ey, ich sterbe in meiner Luft. Ich hab voll die Luftallergie. Das gilt nicht, Alter. Ich hab mein ärztliches Test. Du musst mich gewinnen lassen, Alter. So. Geh weg. Ey, nein. Ja! Nein. Ich hab nicht getroffen. Doch, scheiße. Ich hab getroffen. Geil. Meine Fresse, es war Mann. Hau die Wand an, Alter. Ich glaube, der Rumpf hat gerade gehustet. Du Arsch. Kopf. Nein. Ey. Sorry. Ich muss dir was sagen. Nein. Vorbei. Ich muss dir sagen, dass ich den Ball habe.
So, warte. Ey, hau mich mal nicht, ich will mal was gucken. Hab ich getroffen? Nee. Ey, wieso hab ich nicht getroffen? Ey, das gilt nicht. Ein Bug im Spiel, Alter. Minecraft ist voll buggy. Alter. Ey, ich hab voll einen Rechner-Bug, ey. Das geht gar nicht. Nein! Alter, das gibt's Alter, doch nicht. Gib den Ball. Alter, wieso hast du den Ball? Gib mal her. Das gibt's doch wirklich. Ich komm mir gerade vor wie so ein... Alter. Ich sollte weniger... Ja, ja. Nein. Nein, was? Wo bist du? Ja. Nein. Ja! Nein. Ja! Ich bin in Führung, du kleiner Heckenpenner hier. Du kriegst auf die Mütze die nicht vorhandene Frisur hier. Alter, das kann doch nicht sein, ich sterbe dauernd. Hier ist ein Fehler im Spiel, ich schwör's. Du hast doch am Source Code rumgefuscht, ich kenne dich. Du nein, machst alles, um zu gewinnen. Nein, nein. Das kann doch nicht sein. Du, nein. Das liegt an deinen aerodynamischen Haaren. Das muss der Grund sein. Alter, auf jeden Fall. Du kannst dir mal ein Beispiel an meiner Frise nehmen hier. Wenn ich so ist da drin, Digga, Alter, wieso ist der nicht drin? Weil du blöd bist einfach. Nee, überhaupt daran nicht. Ich bin voll intelligent. So macht man das. Ach, so macht man das. Ja, sehe ich schon, wie man das macht. Alter, ich hau dir aufs Maul, du Spacko, Alter. Yeah! Das gibt's nicht. Mit einem Super Ball, Alter. Das gibt's doch nicht. Hey, du kleiner Kackbuhn hier. Kleiner Kackbuhn! Nein, Alter! Yippie! Wieso, Alter? Verpiss dich mal, ey. Jetzt halt langsam die Faxen. Nee, du kriegst hier halt noch einen Sack, Alter. Wieso? Du kleiner Kackbuhn. Wieso kriegst du immer den Ball? Wieso kriegst du immer den Ball? Weil ich immer der Bessere bin. Außerdem ist das eine Scheibplatte, du Arsch. Kopf. Was ist ein Ball? Das ist ein polischer Ball, Alter. Mit dir kann ich gar keinen Basketball spielen, weil du denkst, das ist eine Schallplatte. Wir spielen doch nicht Schallplattenball, Alter. Bist du ja, wer weiß. Komm, kauf dir mal ein Abi, Alter. Nein. Boah, halt scharf vorbei. So, Alter, wieso kriegst du den Ball? Du kriegst den Ball. Warum kriegst du den Ball? Frag ich mich auch. Ja, weil ich dich wegbashe, deswegen. Warum haust du mich weg einfach so einfach dreist? Weiß ich nicht. Bist? Warum hast du gerade den Ball fallen gelassen? Weil ich dich verwirren wollte. Du Mann, kleiner Alter, wieso sterbe ich schon du wieder? Du kleiner Penner, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Huch, ich hab den Ball. Ich treffe nicht. Her? Ich treffe aber dich. Nein, scheiße. Wieso treffe ich immer ich unter den Korb, den Alter? Und du hast die nicht. Yeah! Ja, das gibt's doch nicht, ey. Ich hau dir in die Fresse. Victory! Dafür muss der Gronkh jetzt immer diese Kapuze anziehen. Ja. Vielen Dank an Nitrado. Übrigens, Slam Dunk. Es ist noch gar nicht vorbei. Ich hab gewonnen. So close to Victory stand da. Ach so. So, komm. Nee, du hast nicht getroffen. Scheiße, ich dachte, ich hätte gewonnen. Ja, boah, ey, geh mal weg. Ich hab dir einen Anliegen. Nein. Jetzt habe ich dir natürlich Punkte geschenkt, würde ich sagen. Alter, wieso war der nicht drin? Den habe ich doch eindeutig versenkt. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Alter, dass der auch nicht drin war, ist mir auch ein Rätsel einfach. Manchmal ist es echt strange, ne? Oh Gott, jetzt muss ich mich ja tatsächlich nochmal anstrengen. Oh, haarscharf vorbei. Nein! Oh, das gibt's gar nicht. Und jetzt bin ich auch schon. Ich dachte, ich hätte gewonnen, ey. Das gibt's ja voll deprimierend hier. Depri-Film. Ich werde jetzt zum Emo. Scheiße, und jetzt bin ich wieder tot. Das gibt's gar nicht. Ey, du haust mich immer tot. Das finde ich voll nicht gut. Ich dachte, wir waren Freunde, Sarazar. Warum bist du kein Freund mehr? Warum bist du böse zu mir? Du haust Alter, mich immer ich komm nur. Nicht mehr weg. Ja, verpiss dich in die Ecke, wo du hingehörst. Nee, bitte geh Alter. Weg, Alter. Geh weg. Weg von meinem Körbchen, Alter. Wir sind doch Freunde. Wir wollten das platonisch eigentlich lassen. Jetzt geht's mir immer ins Körbchen. Das finde ich nicht gut. Basketball ist eigentlich Spaßsport, ey. Eigentlich sind so Fouls voll nicht erlaubt. So. Was, welche Fouls? Frag mal die Leute von der NBA. Alter, wieso wirft der immer von unten? Ey, Alter, ich krieg die Krätze langsam hier. Ja, nee, ich hab Pickelseuche. Du hast die Krätze, sowieso. Ja, die sind neben mir. Ich moderiere mit der Krätze eine Sendung. Red Scheiße. Team is victorious, jetzt habe ich aber gewonnen. Was Fuck für eine it. Scheiße hier. So, ich kann übrigens verlieren, du Arschloch. Warte mal, so. Hier. Mein Bester. Naja, warte, habe ich noch was für dich? Das war für mich. Bleib mal locker. Glückwunsch, Sarazar, so. Siehst du? Sarazar. Ja, naja, gut, da kannst du nichts machen, Alter, wenn der Sarazar das Spiel hackt, dann geht das natürlich nicht. FTV, ja? FTV. For the win. Verdammt, Tova Wichser. So, Sarazar FTV. So. Genau wie VIP, ne? Aber man muss sagen, das macht unglaublich Spaß. Ja, also ich bin gerade voll auf 180. Ich würde fast noch eine Runde machen. Du bist auf 180. Seitdem der die Frisur hat, wird der blöd und aggressiv. Halt's Maul, du Wichser, das stimmt überhaupt nicht. Sonst hau ich dir ins Maul. Ja, nimm mir die Perücke ab. Nee, ich mache mal Seifenblasen, genau. Heute Abend mache ich bei dir Vorderzähne Bringdienst, weißt du, ne? Alter. Du weißt genau, was das heißt. Aber das Gute ist, du kommst mit dem Monster Spray und ich habe nämlich hier das Anti-Monster Spray bekommen. Das Anti-Anti-Monster Spray. Ach, vor allen Dingen, das stinkt so.
Oh, das stinkt wirklich. Nix da hier, der Loser. Oh, Alter. Alter, das riecht wie eine Herrensauna. Da unten riecht es mal besser, ey. Da kann nicht schlimmer werden. Ey. Das riecht passend zu deiner Perücke. Nee, das riecht wie eine Altherrensauna, riecht das hier gerade. Das war wirklich ein Mock, oder? Mal ernsthaft. Ja, es riecht wirklich angenehm. Boah, überhaupt nicht, Alter. Ich sollte sagen, wir sollten Waffenstillstand schließen, sonst stinken wir jeden Freitag wie irgendwelche polnischen Prostituierten auf dem Sonderbazar. Man muss es immer erklären. So, alle Leute. Da kommst du nach Hause und riechst die ganze Zeit nach Parfüm. Wo warst du denn? Ja, ich hatte eine Show. Die Mutti so, was wieder im Rotlichtmilieu? Ich mach so eine Show für Leute, weißt du? Da muss ich erst den Videobeweis zeigen, damit mir die Leute glauben, ich war nicht im Puff. Ja. Dir glaubt doch eh keiner, dass du nicht im Puff warst. Der Puff war in dir, kann man auch sagen. Puffreis, ja, das stimmt. So. Den habe ich letztes Mal gegessen. Hä? Der Puffreis war in dir? Ja. Komm, ey, das will ich gar nicht wissen. Ja, im Mund. Dein Erot... I understand. Hardgong, was gegen polnische Noten, wird hier gefragt, ja? Ich kenne keine polnischen Noten. Wir haben ganz ernsthafte Frage. Nee, nein, wir haben nichts. Ganz ehrlich, ich kenne keine polnischen Noten. Kenne ich gar nicht. Nee? Nee, wirklich. Was war denn mit der Natascha? Die kam ja aus Sibirien, da war kalt, hat sie gesagt. Guck mal, wie kalt das ist. Der Olga? Die war eine Bekannte. Hab ich, schwöre ich. Ich weiß zufällig, nein, geil. Das darf ich ja nicht erzählen. Was? Nee, in der Sendung darf ich das nicht erzählen. Was weißt du zufällig? Nee, will ich nicht. Was? Lass es lieber sein. Stiche nicht weiter drauf rum. Das will ich ja nachher hören, ne? Weißt du, jetzt bin ich mal gespannt, was der Sarah sagt. Der denkt sich immer irgendwelche Geschichten aus. Was? Und das macht er wirklich. Würde ich nie tun. Das ist voll die Katastrophe. Die meisten Geschichten, die ich erzähle, sind alle wahr. Und das stimmt. In deiner kleinen, verschrobenen Welt vielleicht. Aber ja, bei Left 4 Dead und so. Ja. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, das war Minecraft Basketball. Ich fand das ziemlich geil und das würde ich auch gerne nochmal... Ja, würde ich gerne nochmal spielen irgendwann. Das würde ich irgendwann gerne nochmal spielen. Nicht. Also, pass auf, es war so, ne? Wir sind mal. Ich bin victorious. Wir sind mal geflogen nach Hause von, ich glaube, es war ja von Bangkok nach Frankfurt sind wir mal geflogen. Und dann war das so, da hatten wir nämlich so Stewardessen und die sahen alle aus. Moment, das muss erzählt werden. Diese Geschichte muss erzählt werden. Wir waren also in diesem Flieger und die Stewardessen waren super unfreundlich. Boah, die sahen alle aus. Ätzend. Die sahen alle aus wie schrumpelige alte Handtaschen, die man irgendwas aus dem Solarium gekratzt hat. Also die hatten so eine ähnliche Frisur wie du heute. Hatten sie auch. Und ganz ehrlich, die waren schon an sich super ätzend und du hast da gesessen. Boah, mit so Sitzen, wo du dann. Ich hätte gern ein Glas Wasser. Halt's Maul! 12 Stunden, weißt du, muss man das 12 Stunden auf beengtem Raum, weißt du, so richtig die Beine in das Ohr geklappt. Aber was noch geiler ist, wir haben unseren vorigen Flieger verpasst. Das heißt, wir mussten jeder 500 Tacken ausgeben, waren mega schlecht gelaunt. Können wir später erzählen. Jetzt erstmal ganz kurz, ganz wichtig. Und dann sind wir so geflogen, 12 Stunden lang. Und der Sarazar, wenn der lange Zeit nichts zu tun hat und sich nicht beschäftigen kann, der wird unausstehlich. Also wirklich unausstehlich. Also das ist eine Katastrophe, diese kleine Diva. Und dann fängt er an immer so, dann wie so ein Kind, sucht er dann immer wieder spielen. Du weißt, dann kommt er immer so an, macht immer irgendwas. Und dann hat er dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat, irgendwie mit versucht, so ein Handtuch rüber zu werfen und bla, so eine ganzen Geschichten. Und dann hat er irgendwann so ein, hat mal gegessen. So das ist die Zwangsköstliche, sorry, Freunde. So ein köstliches Essen gab es dann da. Natürlich so ein köstliches Air Berlin-Essen, weißt du, bestehend aus einer alten Schuhsohle und ich glaube, da war noch ein Stück Haut von der Stewardess irgendwie. Und war köstlich. Und ein Frischhaltetuch. Und Frischhaltetücher, die nach Zitrone gestunken haben. So nach richtig ekelhafter Zitrone. War es dir voll gut gerochen. Und jetzt, ich wollte nur, dass die einer mal das Gesicht wäscht. Und jetzt ging mir der Sarazar schon so auf den Sack. Weißt du, der Timmo hat neben ihm gepennt, der andere Superhomie, und der Sarazar war halt unbeschäftigt. Und dann ging mir die ganze Zeit schon auf die Obwohl, nee, wir, eigentlich gar nicht. Wir hatten eigentlich Langeweile. Wir haben noch so lustige Sachen. Ja, wir haben gemacht, spricht der Kapitän. Ja. Wir haben also so hier spricht der Kapitän. Wir müssen kurz zwischenhalten an der Aral-Station. Wir haben kein Benzin mehr. Vielen Dank. Und da haben wir schon die ganzen anderen Leute, die ganzen anderen Passagiere mal super abgefuckt. Alter, die waren auch so abgefuckt. Und dann fing der Sarazar auf einmal an, irgendwie ständig bei mir so rumzuschlawenzeln und hat dann irgendwie mir irgendwann dieses komische Zitronentuch so voll ins Gesicht gedrückt, mein ganzes Gesicht damit eingeschmiert. Weißt du, und da kriegst du natürlich auch irgendwann den Agro-Klaus. Ja, du hast mir das dann zurück ins Gesicht geschmiert. Ich hab das dann. Und genau in dem Moment kam die Stewardess mal bei und denkt, was geht denn bei dem ab, dass wir einfach so die Gäste da mit. Und dann kommt die
alte, da kommt die alte Schrumpeloma an, ne? So die alte Handtasche, die sowieso so scheiße war die ganze Zeit. Und meint dann, wenn wir landen, kann ich aber gerne mal die Männer mit der weißen Weste berufen. Alter, da ging mir so auf den Sack. Ja, können sie gerne machen, wenn wir irgendwann mal landen in ihrer Scheißkiste. Und dann irgendwie, ja, da kann ich auch die Polizei rufen. Alter, ey, das sind so die Momente, da würdest du am liebsten so, weißt du, das Tablett, was du hast, Zür, das hier, einfach so, weißt du, ganz ehrlich. Ja, ich hab's auch nicht gecheckt, glaube ich, dass ihr Freunde wart. Alter, die war so, ey, das gibt's gar nicht. Der belästigt die Gäste und steckt die nämlich. Ey, die Alte, hab ich so gefressen. Das war eine Katastrophe. Die hat am liebsten mit dem Kopf einfach so in die Düse rein. Weißt du? Mit der Polizei oder so, haben sich direkt die Leute aus der Zwangsjacke. Wollt ihr ehrlich beim Bodenpersonal? Ich glaube, hätten wir noch weitergemacht, hättet ihr es gemacht. Das wäre mir scheißegal gewesen. Na, wenn der Gronkh heute nicht hier so eine Irrenanstalt. Nee, da wäre ich ja geflüchtet. Da habe ich ja schon Erfahrungen. Ach so, ja, seit Edna bricht aus. Seit Nightmare aus, seit Edna bricht aus. Ja. Da habe ich ja inzwischen, hätte ich wahrscheinlich noch einen Film drehen können für die Superhomies. Das ist die Zwangsjacken-Story. Jetzt habt ihr sie gehört? Jetzt wisst ihr Bescheid. Das war die Zwangsjacken-Story. Und Alter, diese Stewardess, wenn ich die irgendwann mal, aber die würde ich gar nicht erkennen. Ich würde wahrscheinlich sagen, oh, schöne Handtasche. Nee, eigentlich nicht, das war eine hässliche Handtasche. Die würde ich auch nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht mehr, wie man die der klebst ein Lacoste-Schild an die Wange, dann kannst du ihn ins Schaufenster stellen. Alter, ganz ehrlich. Die Story war zwar total super, aber wir haben echt Zeitprobleme inzwischen. Okay, wir müssen The Cave spielen. Die Nutella-Geschichte. Ja, die werde ich jetzt hier bestimmt nicht erzählen. Rumpel, die Nutella-Geschichte. Versteh bei der nächsten Folge nicht. Left 4 Dead. So. So. Also nicht bei der nächsten, aber bei der Folge irgendwann. Naja. Jetzt haben wir so, jetzt müssen wir ganz kurz zu Cave übergehen, denn wir spielen heute Cave, neue Spiel von Ron Gilbert. Ich weiß, der Spiele... Nee, dann sage ich jetzt nicht den Vergilbert-Witz. Nee, bitte nicht. Das ist ein vergilbertes Spiel. Sonst stecke ich dich bei der Stewardess ins Cave. Da kommen wahrscheinlich auch schon Seifenblasen raus. Muss ich mal ein Monster-Spray... Das Mummelspray, Anti-Mummelspray. So, Entschuldigung, jetzt wir lenken heute ein bisschen ab vom Thema, wir quatschen heute ziemlich viel. Wir haben heute auch ein gutes Gewinnspiel zu The Cave. Also ehrlich jetzt. The Cave in Kostner, kennst du den? The Cave in Kostner. So, ich starte hier schon mal The Cave. Wusstest du eigentlich, dass 50% der Höhlensysteme gar nicht erforscht sind? Ja, das wusste ich tatsächlich. Das habe ich aus der BBC-Doku. Das wusste ich tatsächlich. Das ist voll Hammer, was aber, da aber gibt. Zum Beispiel der Höhlenmulch. Ist das, ja, der ist aber lustig. Ja. Der, oder Grottenolm und sowas. Ja. Und dann gibt es noch diese kleinen Fische, die nie Sonne gesehen haben und total durchsichtig sind und sowas. Wahnsinn. Super faszinierend. Also wir können euch die BBC-Dokus Planet Erde empfehlen. Da ja, haben wir unter das. Unter anderem. So. Wir drücken jetzt mal The Cave, ganz kurz, von Ron Gilbert, dem Macher von Monkey Island, das neue Spiel von Double Fine, die wirklich extrem geil sind, bekannt unter anderem auch für Brutal Legend. Und wir spielen heute The Cave, das ist brandneu rausgekommen und da spielt man quasi so ein paar Charaktere. Wir zeigen das mal direkt, mit dem man in die Höhle muss. Und das, der Witz dabei ist, dass jeder dieser Charaktere so ganz eigene Erlebnisse mit der Höhle haben soll. Wir wissen noch nicht genau, wie sie das gestaltet und vor allen Dingen ist die Steuerung ein bisschen verwirrend. Ja, wir waren beim Spiel leicht überfordert, kann man sagen. Ja. Aber es hat trotzdem Laune gemacht. Wir haben es irgendwann dann auch so halbwegs gecheckt, also wundert euch nicht, wenn wir noch nicht ganz so gut in dem Spiel sind. Ist eigentlich ein Adventure und es hat... Achso, ich dachte gerade, der Rumpel macht wieder hier den einen auf Duke. Den Duke, ja. Ich dachte, hat es eine ähnliche Stimme. Das ist gerade das Intro im Hintergrund, das ist nicht sonderlich spannend, das ist ganz witzig eigentlich, aber da passiert halt nicht viel, außer dass ein Mond gezeigt wird und eine Höhle. Und die Höhle erzählt uns ein bisschen von sich selbst und ihren Sorgen und Nöten, wie man zum Beispiel als Höhle selten Frauen daten kann, was natürlich ein Problem ist, wenn man eine Höhle ist. Ja, das stimmt. Obwohl, je nachdem... Nee, nicht je nachdem. Ach, bei manchen, nee, das sage ich jetzt nicht. Der Witz ist, der ist 18 plus, den kann ich jetzt nicht bringen. So, weiter geht's mit The Cave. Nee. So, ja, wir müssen das Intro ein bisschen abwarten, das dauert leider ein bisschen. Aus dem Gesicht der Staub, ne? Tatsache. Jetzt kriege ich hier, ach scheiße, vielleicht hätte ich mich da mal wieder ausstellen sollen bei Steam. Seven people. Unser schöner neuer Fernseher. Den nehme ich bald mit ins Wohnzimmer. Ja? Mein Wohnzimmer? Ach, du bist so schön. Mach doch dein Fernseher. Du bist so technophil, ne? Ja, jetzt technophil. Produkterotik. Oh, Taschenrechner. Produkterotik. Wie die Frau, die den Eiffelturm geheiratet hat. Ne, gibt's ja wirklich. Das stimmt. Voll crank. Also, so, ich möchte jetzt mal die Charaktere vorstellen. Stell dir das mal vor, wir haben ja den Ritter links, dann haben wir da, wie heißt der nochmal hier? Der? Hier mal, also mach du mal gerade. Du hast den Ritter, dann der Hillbilly. Der sieht ein bisschen aus wie so ein verworrener Komische. Dann haben wir da noch die Abenteurerin beispielsweise. Der Zeitreisende, auch ein netter Kerl. Die Wissenschaftlerin. Ja, und die haben natürlich alle ihre Vor- und Nachteile. Die Zwillinge und hier drüben haben wir der Mönch. So, wen nehmen wir? Ich mache auf jeden Fall, die Zwillinge, wenn ich darf. Ich kann, ja, klar. Ich kann gerade nichts machen. Du hast den Hillbilly. Achso, warte. Oder dann. Willi, oder wie er heißt. Ich nehme mal den Zeitreisen, ohne Scheiß. Komm hier, los geht's. Ich will nicht, warte. Alter, hau nicht. Den Brechstange. Alter, ich möchte auch gerne mal wen auswählen. Achso, warte, ich komme noch zurück.
So, ich nehme die Zwillinge, weil die sind lustig. Ich mag die Zwillinge. Ja, die sind echt lustig. Sind siamesische, ne? Und vor allem, ich finde es cool, dass man die halt so zu zweit spielen kann. Wie heißt und achso, hier musst du mal. Kriegst du es hin? Ja, krieg ich hin. Wie heißt nochmal der Typ, der diese komischen, morbiden Filme immer macht? Tim Burton. Ja, genau. Die erinnern mich total an Tim Burton. Überhaupt hat es vom Grafikstil ein bisschen was von Tim Burton. Wahrscheinlich werden die Zwillinge synchronisiert von Johnny Depp. Ja, das kann gut sein. So, hier draußen bleiben. Gefahr. Wirklich. Echt? So, wir bleiben natürlich nicht draußen. Wir gehen natürlich in die Höhle. Hat ein bisschen so einen Ron Gilbert-Humor. Direkt zeigt sich so. Ja, ja, ja. Flachwitz-Humor. Könnte auch von uns sein. Ich komme nicht mehr drauf wie das andere. Achso, hier müssen wir erstmal nach rechts. Warte mal, das mache ich gerade mal mit den Zwillingen. Warte mal. Okay. Ich mach das gerade mal. Mach mal die Maus ein bisschen zur Seite, die hängt da so blöd im Bild irgendwie. Plupp. So. Dann schieben die Zwillinge gerade mal. Kinderarbeit ist verboten, aber hier unten in den Minen von Nicaragua fällt das ja gar nicht auf. Nee, da ist es eigentlich alltäglich, damit die auch schön besser in die Ecken kommen, so um die Goldbarren da abzuziehen. Genau, genau. Ja. So, und jetzt können wir hier nämlich auf die Kiste drauf. Damit kommst du besser in die Ecke zu putzen. So. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten Charakter. Genau. Okay, schnapp so, holst mal. Du, holst jemanden? Ja, ich hol hier den Ritter. Ganz kurz einmal die Einblendungen von Steam ausmachen, die sind so ein bisschen... Ja, warte mal ganz kurz. Die sind aber eh gleich Overlay. Ja, warte, ich geh mal ganz kurz ins Overlay. Oh, wo der Sarraza ist auch online, der ist voll nett. Mein Alter, hier, lauter Einladung habe ich hier. Ey, dieser Sarraza, der ist total ganz kurz der coole auf Typ, kann ich euch sagen. Offline, so. Ich so, jetzt aber. Der Sarraza. Sarrazan. Sarrazärchen. Sarrazan schreiben echt viele. Sarrazan, kannst du nicht mal... Sarah Zärtlich. Kennst du Sarah Zärtlich? Sarah Zärtlich, ja. Doch, die Sarah Zahr, die war mal in Russland damals. So. 19... So. Oh! Ich glaube, da war eine riesige Handgranate gerade. Okay, ich bin auf der Dings. Ich will den aber nicht wählen. Ich will lieber den... Hey. Willst du den Zeitreisen? Ey, du bist jetzt die Zwillinge. Ja, jetzt die bin ich doch. Ich will den Zeitreisenden. Da musst du noch... Du musst jetzt... Nee, nach da. Bin ich der Zeit. Wieso Da. Also die Steuerung ist ein bisschen sehr verwirrend. Ja. Wieso bin ich jetzt der Ritter? Ich will nicht der Ritter sein. Nee, dann drück einmal nach links. Ich kann nicht nach links doch drücken. A. Ich muss 1 drücken. Oder so. Bei mir steht das da irgendwie nicht, was ich drücken muss. Wuhuhu, Schluchz. Ach, hier ist ja zum Beispiel der, wir sind hier quasi gerade im Souvenircenter der Höhle und da können wir quasi mit dem Souvenircenter-Besitzer hier, mit dem Angestellten reden und mal gucken, was der zu vertellen hat gerade. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Da ist natürlich, mein Herz ist gebrochen. Hier kann man eine Postkarte mitnehmen. Oh, wie schön. Da freut er sich Postkarte. I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave. Ich kann ihn aufheben. Ich kann ihn aufheben. Nimm das Brecheisen vielleicht. Vielleicht brauchen wir es noch. Ich weiß ja bei der Tastatur noch gar nicht, wie ich Sachen aufhebe, fällt mir gerade auf. Doch, da. Mit genau. C, okay. Alles klar, dann lass mal losziehen. Ja? Steuerung ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, wenn man zu zweit spielt, wie gesagt, ist es doch des Öfteren sehr verwirrend. Ja, man muss erst mal reinkommen, aber man kriegt das hin. Also es ist schon ganz witzig, das Spiel. Und ihr seht, es hat viel Adventure-Charme und auch viel Witz. Und da merkt man wieder so die Pointe zu Monkey Island. Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden. Ihr könnt euch das Let's Play zu Monkey Island übrigens beim Gronkh auf dem Channel reinziehen, wenn ihr das noch nicht gespielt habt selber. Geiles Game, einfach nur Klassiker. Obwohl der vierte Teil ja nicht so prickelnd war. Der vierte Teil ist auch nicht mehr von Ron Gilbert, nee, oder? Nee, ist auch nicht mehr. Der dritte auch schon nicht, obwohl der dritte noch sehr geil war. Den dritten aber, fand ich super. Ja, und Ron Gilbert versucht ja momentan die Rechte an Monkey Island zurückzukaufen von Disney, die ja inzwischen Lucasfilms übernommen haben. Stimmt. Ja, oh hier, die Rechte ein Grog-Automat. Apropos Monkey Island, wie geil ist das denn? Ja, das ist ja wirklich, hier freue ich mich. Komm, können wir den benutzen? Wir sollen ja Souvenirs jetzt nicht besorgen, ne? Ja, warte. Was ist das für ein Bild hier? Können wir das mitnehmen irgendwie? Leerer Sicherungskasten. Hier hinten ist ein Hebel. Ja, rätselmäßig, ne? Und, okay, pass auf, ich klemme mich mal an den Hebel hier. Huch. Ja. Und du musst mal gucken, was der macht. Der macht den Eimer, bewegt er nicht, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht links die Tür, aber du kommst ja gerade nicht aus dem Bild, oder? Doch, jetzt kommst du. Nee, weiter kann ich nicht. Hä? Das ist ja merkwürdig. Hör, jetzt ist mein Charakter verschwunden. Hilfe. Ah, jetzt bin ich der und du bist die Zwillinge. Okay.
Wir müssen die Zwillinge irgendwie so hinkriegen, dass die den Hebel halten. Aber dann komme ich nicht mehr hier hinten hin. Doch, kommst du. Obwohl doch, jetzt ja. Jetzt muss ich den Hebel halten. Und jetzt leerer Sicherungs... Wir brauchen eine Sicherung. Hotdog-Automat. Okay. Ja, wir brauchen eine Sicherung. Vielleicht sind wir hier auch einfach falsch. Vielleicht müssen wir hier wieder zurück. Neuer Grog-Automat. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen umschauen hier im Areal. Oh, hier ist noch ein anderer Hebel. Guck mal. Ah, okay, warte mal. Ich zieh mal den anderen Hebel. Ja, vielleicht müssen wir ihn gleichzeitig und dann mit dem anderen Charakter durchrennen. Dann das Problem ist einfach nur... ja. Ja, und jetzt muss ich... Warte mal. Den Ritter nehmen. Ich geh auf den Ritter. Und mit dem durch die Tür. Und versuche mal, ob ich mit dem durch die Tür komme. Ist halt ein bisschen adventure-mäßig, rätselmäßig und so weiter. Ein bisschen kniffelig ist es manchmal. Ja, eigentlich ein revolutionär neues Spielprinzip. Man fragt sich, ob es gut ist. Das weiß ich natürlich noch. Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Kein Problem, das kann passieren. Aber die Tür ist offen. Die Tür ist offen, das heißt, ich komme. Verarscht. Nee, komm. So, jetzt kannst du den Hebel aktivieren, dann können wir wahrscheinlich die anderen. Ne, mach ich aber nicht. Haha, verarscht. So, warte. So. Okay. Oh, bleib mal vorsichtig. Soll ich den Zeitreisen nehmen? Nee, komm. Wir können auch, lass den doch da unten erstmal. Ah, der kommt mit, der ist so nett. Ach, Quatsch. Nee, der ist Zeitreisen, der kann uns vielleicht noch was über die Zukunft verraten. Kann er ja vorspulen, ist denk er schon an, da oben. Denk an zurück in die Zukunft, wie viele Millionen man damit machen kann. Da können wir uns neue Spiele von THQ kaufen. Oder ja, wir brauchen einfach einen Sportalm. Hey, guck mal. Dong, dong, dong. Okay, du kannst gerne da unten bleiben. Okay, das war's mit... Ich glaube, das braucht man noch, das Viech. Ich bin jetzt... Oh, huch! Das ist hier, sind ein paar Teile dieser 50% unerforschten Höhlen. Alter, jetzt bin ich runtergefallen von da oben. Wo bin ich denn jetzt? Ich kletter jetzt ein bisschen weiter. Dann können wir zu deinem Charakter zurück. Jetzt bin ich wieder da unten. Okay, man kann in der Höhle also nicht sterben. Da oben. Jetzt noch nicht. Da bin ich sehr gespannt. So, was haben wir denn hier eigentlich für ein Unendlichkeitszeichen? Hast du das mal angeguckt? Nee, da hätte ich mal mit dem Zeitreisen dran gehen müssen. Ne? Warte mal. Sieh da, die Zukunft! Auszoomen. Und ich bin doch eben noch auf Zeitreise. Drück mal A. Ja. Das Jahr 2701. Ach, das sind dann so. Ach, das sind wahrscheinlich dann so Level oder Concept Arts oder was? Ja, scheinbar. Collectibles. Na gut, der dann Zeitreisen machen wir mal zurück. Machen wir zurück. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Zeitreisen als erstes vorbeigegangen bin. Deswegen nee, das war da einfach schon da. Ich glaube, das sind so Symbole einfach. Hier kann man das den alten Brunnen noch ziehen. Cool. Was immer das macht, ich weiß es nicht. Mal ein bisschen Flüssigkeit raus hier. Aber da passiert, glaube ich, gar nichts irgendwie, weil da gar kein Seil dran ist. Wie du. Nee, da kannst du kurbeln. Genau, kommen Sie mal mit. Hier ist eine Sicherung, die nehmen wir mal mit. Ach cool. Aua. Ich würde sagen, wir haben gerade die Zwillinge. Warte mal, wir müssen erst den Strom irgendwie abstellen. Aus versicherungstechnischen Gründen. Ah, hier, guck mal, hier ist ein Hebel. Hebel und so. Ist das vielleicht das Viech, was du gerade... Ups. Das tut mir aber leid. Ich verstehe noch nicht ganz, was man jetzt mit dem Hebel macht. Doch, da muss einer unten das Vieh anlocken und der andere muss den Hebel betätigen. Ah, ja, warte mal. Okay, kannst du runtergehen? Also zu zweit ist das wirklich ein bisschen verwirrend, das Spiel, weil man weiß immer nicht genau, wer auf welchem Bildschirm da gerade man drauf ist, pipapo. Ja, du kannst dann diese Tasten hier verdrücken, hier an der Seite links. Die sehen die Zuschauer wahrscheinlich nicht, weil da gerade dieses Overlay ist. So, okay, du kannst die Glocke läuten und ich ziehe dann direkt am Hebel. Mach mal gerade den Hebel, mal gucken, ob es klappt. Warte. Da musst du gleich bei dir auf... Glocke läuten. Ja, warte. Nee, das weiß ich. Ich will mach mal. Leute mal. Okay, jetzt mach schnell. Jetzt. Na. Komm schon. Ja, ich muss ja erstmal, die Kamera muss erstmal umschwenken so schnell. Nee, das war schon zu spät. Ich muss das gleich im Anschluss machen. Du musst mir sagen, wann du das machst, weil ich kann nicht so schnell reagieren. Boah, das ist echt kompliziert. Pass auf. Sag Bescheid. Grube mit Stacheln? Ja. Aua. Ich wollte nochmal rein, weißt du, Rückenmassage und so. Schön, finde ich super. Hey, machst das sehr professionell. So, okay, pass auf, dann. Okay, Leute, Glocke? Ja, jetzt? Okay, meine Glocke. Glocke läuten. Okay. Passiert da nicht so viel bei deiner kleinen Glocke? So, aber haben wir das Viech jetzt? Nee. Hä? Ja, das war aber knapp, das muss doch irgendwas gehen, Alter. Sind wir zu doof? Mal wieder natürlich. Ja! Hä? Nee, da muss doch irgendwas, da müssen wir noch irgendwas reinmachen. Da muss auch ein Köder hin, würde ich denken. Leute mal in der Glocke und stell dich mal an den Rand. Mal gucken, was passiert. Einfach nur mal so. Hm? Stell dich mal an den Rand. Also an den Rand, aber das Viech haut eh ab. Wir müssen da Fleisch oder irgendwas hinpacken. Das Vieh ist außer Rand und Band, das funktioniert nicht. Wir müssen da Fleisch oder irgendwas... Vielleicht müssen wir beide diesen Hebel ziehen. Nee, der Hebel geht da runter. Dann gucken wir uns nochmal weiter um hier in der ganzen Gegend. Da geht's nicht weiter. Tja, also wie man sieht... Ich nehme mal an, ihr braucht den Eimer übrigens, um die Tropfen oben bei der Sicherung abzufangen, um dann die Sicherung wegzunehmen, weil die Sicherung wird ständig mit Tropfen versehen. Ah, das ist ein guter Ansatz. Oh! Ja, das klappt super. Welchen Eimer meinst du denn? Ach,
dem vom Brunnen? Da ist ja gar keiner. Genau, da ist der andere in dem Brunnen. Anderen Brunnen, da gibt es zwei Brunnen. In dem ersten der andere, Brunnen der erste hat einen Eimer. Ah, okay. Der da oben nicht. Dann geh mal hin. Okay, wenn ich da hinkomme. Hui. So, bin ich mal gespannt. Da ist der Brunnen. Und dahinter ist auch wieder so ein Ding. Kaputter alter Brunnen. Der hat nämlich keine Kordel. Wir müssen vielleicht vom anderen Brunnen die Kordel irgendwie mitnehmen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ist schon rätselhaft. Ich schau mal ganz kurz in die Kommentare. Vielleicht hat die Community einen Hinweis für uns. Die haben das alles hört auf Rumpel, der Rumpel hat recht, zweimal läuten. Zweimal läuten könnte auch klappen, ja. So. Ja, Crash King, Gratulation. So viel nachdenken, das ist mir zu viel nachzudenken. Alter. Ich kann das Ding hier aber nicht abmachen. Ich liebe abmachen. Euch doch auch. Dafür das Brecheisen? Ich bin mir nicht so sicher, ich weiß gar nicht, wo das ist momentan. Rumpel sollte als Mönch mitmachen. Stimmt. Wo ist denn das Brecheisen, weißt du das noch? Das hast du das eben. Das liegt unten bei den Automaten. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz zum Brecheisen. Du kannst mal ganz kurz gucken, was bei der Community los ist. Ein bisschen genau, mache ich gerade hier. Rätsel. Hi Sarazar, super Game. Danke, Rumpel. So. Ist das Game free? Nein, das Game kostet ein bisschen was. Ne? 14 Euro. 14 Euro, aber wir lassen uns natürlich nicht lumpen. Da haben wir natürlich auch wieder ein Gewinnspiel parat. Und da kommen wir gleich noch drauf. So. Ich soll dir an den Haaren ziehen, übrigens. Was? Sollen wir hier irgendeinen Lesbenfight austragen oder was? Ich hab euch so, doch auch. Rostige Kurbel. So, jetzt nehme ich die rostige Kurbel mal mit. Damit gehe ich zum anderen Brunnen. Das ist ja ganz spannend. Hallo. Allein ist das viel leichter übrigens. Und komm, so, du sollst auch die Perücke mal abnehmen. Nee, kann Walle, ich nicht. Walle, wie heißt du auf Facebook? Natürlich Sarazar. So, Kurbel ist dran und ich ziehe mal eine Kurbel. LP, oder nicht? Nee, ich habe Sarazar-LP. Also beides, weißt du? Weil ich bin ja der Sarazar bei den Super-Homies und bei Let's Play Sarazar LP. So, und wir haben das nächste Ding freigeschaltet. Was haben wir da? Ein Bauernjunge. Das ist total spannend. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ah. Wo hast du deine Mütze? Boah, die weiß ich gar nicht, wo ich diese Mütze hab. Boah, die habe ich schon Ewigkeiten, ey. Ohne Schitte. Ich mag schon Mützen. Ich kaufe Mützen nur mit Schitte, grundsätzlich. Gruß aus England. Ach, die Brina. Oder der Brina. Brina, denke ich, ist eine Sie, ne? So, lalalala. Ich soll Keks sagen. Nee, der Brunnen muss oben zu der Sicherung. Der Eimer, Entschuldigung. Der Eimer muss oben. Ja, ich wollte hier aus irgendeinem Grund, habe ich gerade gedacht, ich schöpfe hier Wasser und kippe das über die Sicherung, aber das ist natürlich. Ich habe auch noch so andere Mützen, so eine graue habe ich auch. Und so eine blaue, die sehen so ähnlich. So. Damit haben wir die Sicherung und mit der Sicherung können wir jetzt mal probieren, die in den anderen Automaten zu setzen. Da bin ich mal sehr gespannt, was passiert, während der Sarazar im IRC rumhängt. Ach, ihr seid ja lieb. Ich hab euch auch lieb. Der Gronkh hat euch auch lieb, sagt er zumindest manchmal. Aber nur heimlich, wenn das keiner hört, weil das so unmännlich wirkt. Genau. So, ach, Keil. Hotdog, gleich Köder. Ja, ein Grog. Ach, cool. Ja. Ein Grog. Alter, der sieht ja, erinnert mich irgendwie an so einen Softdrink. So. Jetzt fehlt nur noch... Hey, hat nur der männliche Zwilling den bekommen? Ja, sie trinkt sowas, nicht? Nee. Aber ein Hotdog ist ein Köder. Das ist der perfekte Köder. Stimmt. Ja, Alter, jetzt kam mir aus der Community, der Tipp. Huch. So, ach, den Hotdog willst du meine uns. Frau werden. Macht mal Glatzen. Nee, wir machen so keine Glatzen, oder, Gronkh? Weiß ich nicht, hatte ich schon mal. Echt, ich nicht. Also ich hatte immer die Haare ganz kurz oder so lang, wie ich sie jetzt hab. Ich hatte auch schon mal eine. Echt? Hattest du echt mal eine Glatze? Ich hatte sogar schon mal eine Tonsur. Aber du hast ja auch sehr kurze Haare, ne? Ja, das stimmt. Ne, wenn du die abrasieren... Mit dem Würstchen nicht nach oben, sag mal. Ich höre jetzt euren Glatzengesprächen zu und der Tonsur des Rumpels. Die Tonsur des Rumpels. Den Rumpel könnt ihr zum Beispiel sehen, bei der letzten Pre-Show war er am Start. Aber jetzt kann er ja nicht nach vorne kommen, weil der muss ja die Regie machen. Der gute Mann. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt springe ich mal mit dem Zeitreisenden nach oben. Du brauchst mal die Sicherung oben. Ja, den E-Sportler fragt gerade, wie hieß das Spiel, wo man sich über die Gesten und Mimiken verständigen musste. Sicherung. Wie hieß das denn nochmal, Rumpel? Way. Way hieß das. Genau, der Rumpel weiß was. Dann hole ich mal ganz kurz nochmal die Sicherung und dann... Ich würde sagen, belassen wir es aber auch dabei. Sobald wir das Monster gezähmt haben, ne, dann... Ja, finde ich auch. Belassen wir müssen dabei. Auch weitergehen. Sonst wird das zu lang. Das Indie-Game lassen wir auch weg. Das kommt dann keine Sorge, ich lasse die Haare lang, aber ab und zu gehe ich da mal zum Friseur. Sarazar und seine Haare. Genau, machst du einen Song daraus? Natürlich. Harazar. Harazar. Harakiri. Kiri. Boah, ist doch Werbung, Alter. So, jetzt bin ich...
1. Im Livestream hatten wir das sogar mal, unsere Haare geschnitten. Okay. Da waren wir nur nicht mutig, ne? Gronkh, heirate mich. Sagt der Manfred. Was mit einem Million-Special, fragt der Paddy. Das seht ihr doch hier. Guck mal die Frisur an. Der Gronkh hat sich extra die Haare mal. Nee, das eine Million-Special kommt ja doch noch später. Aber dann mal gucken. Macht dem da keinen Stress. Naja, aber ich habe ja so schon was geschrieben. Auf Fatzebuch habe ich da schon was zugeschrieben. Das wird aber kein Video, sondern wenn es funktioniert. So, warte mal. Erstmal muss hier was funktionieren. Warte mal. So. Ja, 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 ja. Wir haben ihn. Na super, und das ist doch ein gutes Finale, yes. Um mal zum nächsten Spiel überzugehen, denn wir haben natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel Asphyk. Was? Asphyk? Nee, aber Asphyk fällt doch heute aus. Oh, genau, Asphyk müssen wir jetzt sein lassen. Wir sind schon bei 7:08 Uhr. Was? Aber das dauert doch noch ganz kurz, oder? Nur mal zum Zeigen. Dann machen wir nächstes Mal. Okay, machen wir nächstes Mal. Ja, sonst hätten wir heute auch 4 Spiele. Das kriegen wir nicht hin in 1,5 Stunden oder wie länger. Aber nochmal zum Abschluss. Ich finde das Spiel sehr interessant hier von Ronde Hilbert. Ich finde es cool. Ja, ich finde es sehr cool. Aber ob man das so als Let's Play, weiß ich gar nicht. Das muss ja nicht als Let's Play, aber ich finde irgendwie die Sachen sind super animiert. Die Sprachausgabe ist genial und das Spielkonzept ist neu. Also was will man mehr? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich hier rauskomme, ich würde gerne raus aus dem Spiel. Das wäre noch was. Alte 4 geht immer. Super. Freue ich mich. Astig. So, auf jeden Fall, es gibt noch von Ron Gilbert, also von Double Fine, gab es noch andere Spiele. Da war man auch so ein Held und ist da durch so eine mittelalterliche Welt gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Da gab es eine Erweiterung, die hieß The Bakening. Aber ich komme nicht mehr drauf, wie das Spark. Ja, Deathbank. Auch cool, ja. Und das war richtig geil. Das habe ich gesuchtet. Den ersten Teil habe ich gesuchtet. Den zweiten Teil habe ich dann gar nicht erst angefangen, damit ich den nicht durchsuchte. Habe ich noch einen letzten Test aufgenommen. Das habe ich nie rausgehauen. Schon 2011 war das. Aber nicht so geil wie die Laura. Die ist nämlich die Beste, soll ich gerade sagen. Ja, die Laura ist sowieso da. Das ist einfach, Laura ist super. Ich wurde von den Kommentaren genötigt. Ja, Laura. Aber trotzdem hier. Laura. Sie so. Hast du einen Song gesungen hier? Ja, natürlich. So, was ist denn gerade los im Chat? Hm? Oh, sehr viel. Ich sehe aus wie der Bachelor, sehe ich gerade. Mhm, absolut. Echt, der Bachelor sieht ja so aus. Ja. Respekt, der macht die Muttis klar. Das ist mit so einer Frise, bist du heute echt der King im Stall. Ja, der Bachelor. So. Der Bachelor, hatte ich ja gestern drüber geredet, auch über Dschungelcamp und Bachelor und sowas. Ja. Und man muss ja sagen, ich bin ja selber kein Riesenfan dieser Sendung, aber Dschungelcamp bin ich zwischendurch doch öfter am Gucken. Und ich muss sagen, jetzt ohne Spaß, ey, es ist zwar absolutes Trash- und Mist-Fernsehen, aber ich kann mich drüber beammeln. Ich kann drüber lachen. Bachelor geht nicht so. Oh ja, wir haben keine Zeit dafür. Stimmt, wir müssen spielen, wir müssen weiterspielen. Wir müssen spielen. Auch noch Ewigkeiten über Bachelor und was weiß ich was alles reden können, aber nee. Dschungelcamp. So, ne? Was haben wir denn? Aha. Könnt ihr mal. Ach ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Was denn? Ach so, ja, warte. Natürlich. Mal. Warte, weil ich mir übertrag es mir telepathisch, was wir okay, heute warte, machen. Warte, wir müssen jetzt. Ah! Fusion! Nein! Yeah! Hardcore! So, Fusion muss immer sein und so, wir gehen auf jeden Fall auf dem Server Alkaline oder Alkaline. Ach so, und Beginner der Kanal. Falls jemand jetzt mitspielen will in dieses Game, vielleicht ist er bei LPT Live, hat er ja vielleicht den Facebook-Channel abonniert, dann wisst ihr ja heute, dass wir heute Microvolts mit der Community zocken. Das Tutorial möchte ich natürlich nicht anschauen. Nein, das möchte ich auch nicht. So, und ich mache jetzt meinen Server. Okay, ich glaube, die Seite ist down. Ich kann mich gerade nicht ins Spiel einloggen, weil er sich gerade totlädt. Puh, wie kommt das bloß? Ich weiß es gar nicht. Was könnte da geschehen sein? Sonst kann man noch Asphyk spielen. Asphyk, ja, Asphyk wäre schön. Das ist mein Lieblingsspiel. Schön. Was habe ich denn eigentlich als Passwort genommen? Was habe ich denn eigentlich? Ach so, ja, ich muss ja dir ein anderes nehmen. Ja, das Passwort ist nicht so gut, was du genommen hast. Okay, dann, also das Ding. Ich kann gerade nicht einloggen. Ich warte natürlich, bis du mal da bist. Da kannst du lange warten, weil ich kriege gerade die Seite nicht mal geladen. Ich guck mal ganz kurz hier eben in den Browser. Haben wir das Ding abgeschossen oder was? Oh, Prinzessin Sarazar. Warte, ich guck mal ganz kurz. Wir müssen jetzt eigentlich sowieso erstmal das Gewinnspiel machen. Ich weiß gar nicht, warum ihr jetzt schon zu Microvolts gegangen seid. Weil ich dem Sarazar vertraue, dass der weiß, was wir hier machen gerade. Das stimmt allerdings. Dann mach doch erstmal das Gewinnspiel in der Zeit. Das war mein Fehler, tut mir leid. Das kann ich ja mal machen. Was haben wir uns denn da ausgedacht diesmal? Andi, du hast ja die ganzen tollen Bilder. Nee, das kannst du nicht machen. Der hat die ganzen tollen Bilder, der Gronkh. So, denn wir hatten letztes Mal den Landwirtschaftssimulator. Und da haben wir ja ein paar lustige Stunden gespielt. Es kam ja vor wie Stunden, aber dabei waren es nur 2 Minuten. Nee. Und wir haben ja das Gewinnspiel gemacht, wo ihr euch als Bauern Sorry. Was ist das bei dir unterm Tisch da? Ich höre Geräusche bei dir unterm Tisch.
Ups. Oh, den habe ich noch nicht. Geräusche wollen wir an den Tisch. Okay, passt. Warte mal. Probier. So macht ihr mal eure Samples. Ich kann Rumpel, wir haben noch keine Zeit, fällt mir gerade auf. Ja, aber echt? Ihr Spielkinder, ist ja ekelhaft. So, auf jeden Fall, wir hatten das Gewinnspiel. 10-mal Landwirtschaftssimulator 2013 hier. Plus 3-mal Collectors Edition. Und da müssen wir jetzt mal ganz schnell die Fotos durchgehen, denn wir haben schon wieder gar keine Zeit. Und da waren eine Menge dabei. Alle Fotos, die heute gezeigt werden, sind Gewinner, weil wir so viele da Exemplare davon haben. Alle Fotos, die Bilder wohlgemerkt nicht. Ja, lass mich doch ausreden, Rumpi. Entschuldigung. So, ja. Also alle Fotos haben gewonnen, weil die, der Anspruch war ja, dass wir diesmal Fotos machen, keine Zeichnung, weil Zeichnung ist immer so ein bisschen unfair denen gegenüber, die halt nicht so gut malen können und so weiter. Deswegen Fotos kann jeder machen und wir haben ein paar bäuerliche Fotos, die wir jetzt direkt mal auf den Bildschirm zaubern können. Hex, Hex! So, da haben wir es zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel ein Foto von der Irene. Sehe ich das richtig? Ja, die Irene ist da gerade die Kuhherde am Wegtreiben, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist mit der Mistgabel. Die Kühe, die nicht spuren, die werden einfach auf den Grill geschmissen direkt. Weißt du, Mistgabel rein und einmal auf den Grill. Ja, das machen die Argentinien immer so. Da sind ja richtige Cowboy. Aber ich glaube, das sind einfach nur Milchkühe, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ist doch egal, auf dem Grill schmecken die alle gleich. Was ist denn das für ein Band da in der Mitte? Ist das ein Band? Ist ein Kuh-Umleitungsband. Sag mal, ist das ein Band? Eine Kuhleitung. Das kennt man doch. So, nächstes Bild. Da haben wir, huch, der Ich Wolle. Der ist sehr alt, der sieht auch ein bisschen aus wie Kevin allein zu Hause. Das ist hier Kevin allein auf dem Bauernhof. Der Ich Wolle. Und der hat natürlich jetzt einen Landwirtschaftssimulator 2013, den er ganz bestimmt auch sehr oft und sehr gerne spielen wird. Ist ja so ein bisschen die Zielgruppe auch, ne? Hammer Trecker, ey. Ja, ne? So ein 50er-Jahre-Modell oder sowas. Gefällt mir. Tja, kann man mal machen. Gefällt mir. Oder halt einfach Oldtimer, kannst auch mal durch die Fußgänger. Ey, das ist ja der Hammer. Ich habe hier einen Server geaddet, ne? Und das Coole ist, ich habe das Passwort nicht verraten. Es sind trotzdem drei Spieler schon drauf. Ach, der Ich Wolle, den hast du aber doppelt rausgesucht, Rumpi. Rumpi hat heute rausgesucht, deswegen ist der Ich Wolle zweimal dabei. Ah, das habe ich da nicht mitbekommen. Der kriegt trotzdem nur eine. Was? Dann versenden wir, wir haben ja später noch ein paar Bilder, wo mehrere Leute eingeschickt das haben. Das sind seine Jugendzündenbilder. So. Hier haben wir noch, wer ist das denn? Der Niklas. Sergeant Rumpel, ja. Wenn Sergeant Rumpel ein Bauern wäre, ihr seid zu spät. Mit so einer Hake, die hatte ich früher auch mal hier, so eine Hake, die da gerade der Niklas Hand könnte sogar der Sergeant Rumpel und Niklas haben ein bisschen Ähnlichkeit, ne? So, wenn der Rumpel jetzt 10 Jahre jünger wäre? Ja, das stimmt, das ne? stimmt. Und der fehlt noch so ein Bart, der Niklas? Ich finde, so eine Latzhose würde dem Rumpel auch sehr gut stehen. Super. Ne? Muss ich einfach mal sagen. Es geht weiter, ich muss immer auf die Namen gucken. Die Marie hat hier sehr interessant, ich glaube, das sind zwei Mädels, eine mit Bart. Aha. Das ist ja so dein Metier eher, ne? Ich bin doch eine richtige Lady. So. Ich bin doch eine richtige Lady, heißt das. Nee. Kennst du nicht Little Britain? Ach. Was? Darauf wolltest du hinaus. Was? Was? Alter, das kennst du nicht? Ja, manchmal frage ich mich, mit wem ich in der Sendung sitze. Das ist ja, natürlich kenne ich Little Britain, du Quatsch, Fatzen. Kennst du überhaupt nicht. Jetzt versuchst die Fette meinst du, ne? Die. Nein. Nicht die bei den Fat Fighters, sondern auch nicht die Fette. Das ist ja Bubbles. Ich kenne ihn von den Namen nicht. Nämlich Bubbles. Das ist selten. Das ist, ich bin eine richtige Lady. Das ist die. Mein Papa steht da voll drauf, der fährt voll auf Little Britain ab. Ja? Ja, der find's cool. Ich weiß nicht. Ey, Alter, der Server ist voll. Der Server ist voll. Weiter geht's hier. Die Leute haben tatsächlich das Passwort alle gefunden. Die Sarah. Die Sarah, die hier gerade mit einem lustigen Hütchen und einem passenden Outfit. Ist das überhaupt ein passendes Bauernoutfit? Ich weiß nicht, ob sich Bauern so ausziehen. Ob sich Bauern so ausziehen, weiß ich nicht. Okay. Da bin ich ein bisschen überfragt. Liebe Sarah, es tut mir leid, ich habe im Bauernmilieu nicht so die Ahnung, aber auf jeden Fall ein Landwirtschaftssimulator 2013. Viel Spaß damit und auch unbedingt Let's Plays damit machen. So, hier haben, ach, das ist ja süß, guck mal. Guck mal hier. Ach, richtig putzig. Das ist ja richtig cool. 96 ist das. Das ist ja doch schon mindestens 2 Jahre her. Ja, boah. Oktober 96, knapp, ja. Die Nadine, ach, das ist die Nadine selber. Das war die Nadine, als sie noch klein war. Krass. Und der Server ist gerade, also der Chat ist eben abgeschmiert. So. Hat der eine oder andere vielleicht bemerkt, dass der plötzlich weg war. Aber jetzt ist er wieder am Start. Also müsst ihr euch vielleicht mal einloggen rein. Da waren gerade parallel zu viele Requests. Micro-World-Server-Problems. Und hier haben wir die Annalena, die hier gerade auf einem großen, ich weiß nicht, das ist kein Misthaufen, das ist ein Heuhaufen. Ne? Da gibt es ja Unterschiede. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Weil ich sehe im Hintergrund Pferde, die werden mit Sicherheit lieber Heu essen als Mist. Ja. Ne, glaube ich auch. Und die ist ja gerade fröhlich am Schaufeln und bald schaufelt sie auch Heu, hoffentlich beim Landwirtschaftssimulator 2013. So, direkt geht's weiter. Hier haben wir noch ein Bild von Raul. Ah, nee, das ist der Vater von Raul, lese ich gerade. Der Vater von Raul mit seinem Trecker. Trecker fahren. Ohne Trecker. Alter, aber eine ganz schöne Maschine, ne? Die sehen inzwischen ja auch ganz schön modern aus, sehe ich gerade.
Der ist auf jeden Fall auch neuer, oder? Er hält den sehr gepflegt, weil die Reifen sind ja gar nicht so schmuddelig. Ich mach schon mal hier ein bisschen los in der Zeit. Ja, na gut. Wir sind schon 16 Leute drin. Der Andreas mit einer Fremdwerbung für ein Serienformat, das sich, naja, ist das reingeschnitten eigentlich? Ist das reingefotoshoppt? Irgendwie sieht es danach aus, ja. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr reingefotoshoppt aus. Weil ich glaube, so rein von den körperlichen Proportionen darf man so nicht aussehen. Nee, ich glaube, das ist schon eher mit einem Kissen irgendwie drunter und dann deswegen. Halt der Hintergrund ist nochmal irgendwie ein Extra-Foto. Ja, das würde es erklären. Das Kissen würde es auch erklären, weil das sieht merkwürdig aus. So, auf jeden Fall, weiter geht's. Hier haben wir Lenz und seine Freunde. Lenz Beppo. Und da hängen sie alle mit einem Lenz guten alten Partner. Mit einem guten alten Deutz. Tja, der Deutz-Trecker, die hab ich ja letztens erklärt, ne? Ja, wollte ich gerade nochmal darauf hinweisen. Mhm. Und da haben wir die drei Verdächtigen. Guck mal, da zoome ich jetzt nochmal rein, damit die hier groß im Bild sind. Es ist so ein bisschen. Dorfmafia, weißt du? Ja, ja. Wenn er da dein Schutzgeld nicht bezahlt, dann kommt Lenz mit seinen Homies vorbei und verprügelt und das sind aber genau die Jungs, die dich bei COD fertig machen, wahrscheinlich. Ja, schon. Mich natürlich nicht. Ich bin ja Pro-Gamer. Also beim neuen Level. Genau. Aber sonst hast du natürlich recht, Rumpel. Hast du natürlich recht. So, wir machen direkt mal weiter. Das fand ich natürlich auch geil. Das ist ja eine Collector's Edition hier, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Yeah, die drei Jungs dürfen sich über eine Collector's Edition freuen, weil ich die Kuh mit dem LPD so schön finde. Einfach. Fand ich einfach schön mit dem Deckchen drüber extra noch. Da freut sich, die Emma fühlt sich jetzt ein bisschen missbraucht. Aber muss auch cool sein, wenn du auf dem Land wohnst, da einmal mal auf dem Bagger zu sitzen. Finde ich natürlich auch cool. So, es geht weiter. Hier haben wir direkt eine Foto-Love-Story von der Vanessa. Hammer! Sarazar und Soapblows. Oh, so, die lese ich jetzt aber ausnahmsweise mal nicht vor. Die will ich aber gerne mal sehen. Aber ich bin ja gerade am Spielen. Ich kann die Sarah oder die Geschichte? Nee, die Geschichte. Entschuldigung, ich bin ja gerade noch bei den ganzen Namen. Ich habe das ja nur überflogen jetzt eben, offline, diese ganzen Bilder. Und ich wollte sie mir nicht alle angucken. Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich lebe auf einem Bauernhof in Heilbronn und arbeite jeden Tag, von morgens bis abends. Bei all der Arbeit bin ich froh, wenn ich dann mal Pause machen und Let's Plays von den drei Besten anschauen kann. Auch heute wäre ich viel lieber drin geblieben, um zu zocken. Zum Glück habe ich das jedoch nicht gemacht, sonst könnt ihr euch diese Geschichte heute nicht erzählen. Also, passt auf, alles geschah an einem kalten Wintermorgen. So schön es auch gewesen wäre, nach drin zu gehen, die Arbeit war noch nicht getan. Oh nein, was ist denn hier geschehen? Wie soll ich denn das jetzt alles alleine wegräumen? Ob Vanessa die Soapblows hier wohl auch helfen werden? Soapblows sind magisch. Ja, aber da ist jetzt leider die Schrift zu klein, das kann ich ja gar nicht lesen. Das tut mir sehr leid, ich würde das jetzt gern weiter vorlesen. Aber die Schrift ist zu klein, aber da steht, ach scheiße, das kann ich noch lesen. Ach scheiße, ich muss noch Blumen pflanzen. Dank dem Zauber der Sarazar Soapblows bin ich heute so früh wie schon lange nicht mehr fertig. Ich verstehe. Das heißt dann wohl, ran an den DS, Harvest Moon zocken und Metal hören, bis die heutigen Folgen ankommen. Yeah! Vanessa, eine Collector's Edition für dich und vielen Dank für diesen sehr aufklärenden Comic über die Sarazar Soapblows. Mhm. Mm. Schau ich mir nachher nochmal an, Vanessa. Viel Liebe in der Tour. Vielen Dank auf jeden Fall. So. Das nächste, das ist, glaube ich, die letzte Collector's Edition, geht hier an unsere Zombie-Bauern, sage ich mal. Im Hintergrund sieht man schon, das sind alles kleine Grabsteine hier, das sind gar keine Stubbel, das sind alles Grabsteine von Gefallenen. Und das ist die Cindy samt Freundin und die dürfen sich über eine Collector's Edition freuen und vielleicht schickt man da noch einen Hansaplast mit, weil das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Das ist so ein bisschen... kriegt man auch in der Pubertät oft so. Ja, ne? ja. Hatte ich damals auch. Das war nicht schön auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall Kampfnarben. So, dann haben wir noch zwei Bilder, die wir einfach mal so zeigen. Das erste natürlich, das haben wir schon vom Madden. Das haben wir natürlich schon 3 Millionen Mal überall gepostet und aber gezeigt. Das ist natürlich der Obershit einfach. Weil es einfach geil ist. Da zeigen wir das nochmal. Habe ich überlegt, ob ich mir das wirklich mal bei bekannten Seiten auf Rahmen ziehen soll. Du zockst die ganze Zeit schon und übst ja, die Sau. Ja, natürlich. Ich zock mit den Leuten hier, damit die nicht warten müssen. Ach so, das ist gut. Und hier nochmal, das fand ich auch sehr geil. Einfach nur, weil es diesmal nicht dich trifft. Okay, das stimmt. Ich freue mich darüber einfach mal. Der kleine Prinz. Ja, natürlich. Ich bin schon ein verträumter Bastard. Hast du deinen kleinen Prinz wieder sauber gemacht, ne? Ja, der ist immer sauber. Weißt du doch, du kümmerst dich doch. Stimmt, wenn ich das Anti-Monster-Spray drauf sprühe, ja. Vorher. Mit Manfred. Und dann wird es runtergewiedert. Manfred. So, okay. So, auf jeden Fall, ich komme bei Microvolts gerade überhaupt nicht rein. Ich schließe das nochmal. Also ich bin hier schon am Zocken mit den Leuten. Ich muss gleich noch einen neuen Server starten, weil ich hatte als Passwort einfach LPT gewählt. Und das wurde natürlich, zack,
von den Leuten schon rausgefunden, ohne dass ich einen Preis gegeben habe. Ja, war doch klar. Wer macht denn auch so ein Passwort? Ja, ich wollte es eigentlich recht einfach gestalten, aber nichts da. Ist ja gelungen. So, ich versuche nochmal ganz kurz, den Launcher zu starten, aber auf den Server komme ich dann eh nicht. Ah, jetzt kann ich da starten, aber ich komme wahrscheinlich nicht auf den Server. Das Game ist aber echt witzig. Also Microworld ist so ein kleiner Spaß-Shooter, Fun-Shooter. Schon recht lustig, einfach mal so eine kleine Rumpi, Runde. Zockst du heute eigentlich mit oder nicht so? Nein. Nicht so, na gut, schade. Ich habe 6 getötet. Boah, APT 321 mit 27 zu 7 Kills. Das ist natürlich eine absolut souveräne Aktion. Muss man einfach mal spielen. Ja, das lassen. Bin ich gerade. So. Na klar. Gut, das war gelogen. So. Ja, natürlich war das gelogen. Ey, was soll das denn heißen? Was? Gronkh, wir haben kein Bild von dir. Wie, kein Bild von mir? Ja, das würde ich auch nicht. Also, wer will auch schon ein Bild vom Gronkh haben? Ja, du hast ja deins auf dem Nachttisch stehen, aber der Rumpel braucht noch eins. Rumpel, ich bringe noch eins vorbei, ne? Das kannst du dann auch hinstellen. Und das Bett legen am besten. You talking to me? Ja, mit dir rede ich, Rumpi. Mit dir rede ich. Das ist doch nicht der Rumpel gewesen. My gun's bigger than yours. Dann bitte was? My gun's bigger than yours. Ach, dein Gun. Ja, dein Gun. I've got balls dein of dein Ganja. Sein Ganja. Alter, ich hab hier schon wieder diesen Grafik. Steel. Ja, ich glaub es dir ja, dass du... I've got balls of steel. Der muss das öfter ich glaube, sagen, weil er hat keine... Der Balls of Steel, weil sie bei deiner Hodenamputation haben sie dem ein paar Stahlhoden eingesetzt, ja, das weiß weil ich da ja. nichts mehr geht bei dem. Weil sie das Glas murmeln, die sagen es ihm nun nicht. Ich hab schon wieder den Grafikfehler übrigens hier bei Microvolts. Cool. Jetzt haben wir dich auch wieder auf dem Schirm hier. Ja, aber ich bin gerade, die Auflösung hat sich gerade geändert. Ich bin hier gerade in einer ganz merkwürdigen Auflösung. Aber es soll mir recht sein. Server ist ausgelastet. Ich kann gerade leider nicht mitspielen. Nee, und deswegen gehe ich jetzt ganz kurz raus von diesem Server. Tut mir leid, Freunde. Ich muss ihn leider beenden. Man muss jetzt nochmal einen neuen Server machen. Nö, mach ruhig. Ich kann nochmal chillen. Freundeseinladung. Und ich mache jetzt hier einen neuen Server. Nee, ja. Du musst nochmal ganz Let's raus und auf den play. Zweiten EU-Server bitte gehen. Du, der Gronkh. Gronkh kommt nicht mehr auf den Alkaline mehr drauf. Ah, okay, dann gehe ich auf Aluminium ganz schnell. Zack, zack. Okay, Alter, sag doch sowas. Zack, zack. Huh. Mal rein heißt er nicht. Und der heißt. Sorry, mach ich mal nicht ausnahmsweise. Machst du gerade einen? Ich mache eigentlich mal einen Server. Warte. Let's play together wird das gute Stück heißen. Und als Passwort mache ich. Übertrag dir das mental. Mist, jetzt habe ich nicht zugeguckt. Also das ist das Passwort. Übertrag mir das mal mental ins Ohr. Das sehe ich von hier überhaupt nicht. Das kann ich von hier nicht sehen. Das kannst du, das ist das Wort, was ich immer zum Rumpel sage. Schwuppe? Ach so, ja. Schwuppe. So, wir nehmen... Okay. Okay. So. My gun's bigger than yours. Wir nehmen heute die Spielzeugflotte. Und wir spielen weiter ein Team Deathmatch. So, ich warte noch. Was? Irgendwie du hast ein Zeichen in deinem Passwort, das nicht erlaubt ist. Hä? Ein Buchstaben oder ja, was? Nee, Buchstaben im Passwort dann sind also unmöglich. Manchmal weiß ich echt nicht. Ist ein bisschen schwierig mit Microvolts. Das ist so wie so eine kleine Diva. Hat uns den ganzen Tag beschäftigt. Deswegen gab es auch keine Pre-Show, weil wir die ganze Zeit am Microvolts gegangen haben, weil das wollte einfach nicht. Guck mal, ich mache ein anderes Hat Passwort. Hat Probleme gemacht. Jetzt stehe ich mal ganz kurz auf. Okay. Ne? Ja, okay. Das finde ich Server gut. Server steht jetzt. So. Komm schnell rein. So, warte. Okay, ja, das Passwort für den Server Let's Play Together ist Passwort. Geil. So, war High Security wie immer. Und ja, wir warten noch kurz auf Leute, die jetzt mitmachen wollen. Wir sind auf dem anderen EU-Server. Ah, schon voll. Alter. Los geht's. Was war das denn gerade? Yeah. Vor allem, ich muss zugeben, ich habe gar keine Ahnung von dem Spiel. Ich konnte noch nicht mal richtig üben. Ja, und vielen Dank an die mit denen wir gerade schon mitgespielt haben, die gerade mit uns gezockt haben. Also mit mir, war sehr freundlich mit euch. Leider musste ich das Match anbrechen, damit der kleine Gronkh auch mitspielen kann, weil er heult ja sonst wieder mir die ganzen Abend die Ohren voll. Überhaupt nicht! Ich weiß nicht, ja, das ist ein kleiner Vorgeschmack. Ey, du musst mich nicht hauen, mein Bester. Wir sind in einem Team, hä? Es ist Teamplay, mein Freund. Hier will mich jemand verprügeln. Also befreundet hättest. Oh, ich habe jemanden geschossen. Der war, glaube ich, noch nicht ganz da. Oh, Mist. Oh, Doppelkill. Cool, das gefällt mir. Ich muss das wirklich mal mit den ganzen Waffen und so muss ich mal üben. Weil ich weiß nämlich die ganzen... Oh, da wurde ich erledigt. Der Earl Green. Der trinkt bestimmt gerne Earl Grey. Der Earl Green trinkt gerne Earl Grey. Hm, kennst du nicht Earl Grey Tee? Doch. Hm. Wieso schießen eigentlich die eigenen Teammitglieder auf einen? Ja, das ist, also ihr müsst nicht, Team Deathmatch. Oh, Kopfschuss. Tut ach, mir das leid. Du Sack. Wie, ach, du bist mein Feind? Ja, wir sind Feinde schon so. Von Kindesbeinen an. Das stimmt allerdings. Doppelkill habe ich schon. Du hast deine Kindesbeine bis heute beibehalten. Oh, ich bin sogar erster. 4-1, Alter. Dass ich das noch erlebe in meinem Leben. Verdammt, ich wünschte, ich hätte Zeit gehabt, das zu üben. Multikill. So,
Mensch, das gefällt mir. Guter Schuss. Zack. Großartig. Aua, da hatten wir einen Sniper. Der Earl Green wieder, Mensch. Earl. My name is Earl. So. Ah, da freut sich der Rumpel, wenn ich... Ach, my name is Earl ist cool. Wenn ich getötet werde. Ja, my name is Earl ist super. Super Serie, kann man beim Werbung zu machen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich muss mit den Waffen erstmal klarkommen. Scheiße, das ärgert mich immer. Du hast immer Zeit zum Trainieren immer vom Dingens. Grundsätzlich und immer. Die letzte Mal auch schon bei T-Worlds. Ach komm, du hast die ganze Zeit zocken können, du Sack. So. Also jetzt reicht's aber mit diesen Schnipern. Jetzt reicht's mir aber langsam mit diesen Schnipern. Ihr kleinen Schniedels, hä? Schniedel, Schniperwutz. So. So, jetzt mache ich mal selber hier einen auf Sniper hier. Bam. Fall Trapper. Oh. Jeff Markson hat mich da weggeschniepert. Oh, jetzt habe ich mich, glaube ich, selber. Selbstmord, scheiße. Okay. Macht ihr bitte einen Raum auf, open, damit ich rein kann. Das geht, glaube ich, können wir das machen? Das Problem ist, das Problem ist, dass wir, es geht leider nicht, weil wir 16 Spieler maximale Begrenzung haben. Deswegen können wir leider keinen mehr reinlassen, weil der Server schon voll ist. Das ging hier 0,nix, du hast ja selber mitbekommen, lieber Gronk, wie schnell das ging. Jetzt kriege ich auch Tails, hey, darf ich auch gleich mitspielen, das wäre natürlich super. Aber leider geht das nur durch Zufall, wer zuerst kommt, malt natürlich zuerst. Genau, hier haben wir halt kein Zufallsgenerator, sondern wer zuerst kommt, der ist am Start. Wir spielen heute übrigens hier Spielzeugparadies, Pepperboland. Suchti, 433, moin moin, schön, dass du da bist. So, getötet durch Sacherza-LP, was ist denn heute los? Ja, hast du mich auf dem Kieker? Nee, würde ich nie haben. Ich bin tatsächlich ich habe tatsächlich 10 getötet. Wie habe ich das denn angestellt? Aua! Diese Boah, Alter, Sniper. Ich war noch nicht mal fertig. Also Jeff Markson ist auf jeden Fall ein Pro. Der hat nämlich auch einen Avatar, den hat sonst keiner. Am Anfang hast du ja nur 2 Avatare, die du wählen kannst überhaupt, ne? Ja. Mhm. Im anderen musst du erstmal alle freispielen und wenn du... Hä? Alter, mit einem Schuss war ich gerade weg. Ich hänge fest, ich hänge. Ja, meine Maus. Sniper! Alter, meine Maus ist so beschissen hier. Hackelt die voll rum hier, der Assi. Das gibt's nicht. Die snipern hier alle. Verdammt. So. Yeah, Rache ist süß. Bah. Bist du schon wieder weggeballert worden? Ich werde die ganze Zeit weggeballert, weil die Roten... Aber das Spiel ist schon sehr, sehr... die Roten sind deine Feinde. Ja, wirklich? Das ist neu. Ja, das ist, heißt nur, das ist kein rotes Team, das sind alles einfach Feinde, die werden rot gekennzeichnet. Das ist halt, verstehst du? Ja, ja, schon, aber trotzdem, für mich sind die ja rot und die hängen trotzdem alle... Du musst nicht rot werden, mein Freund. Ich bin beschämt, bin ich ja immer. Oh, ich wäre beinahe ins Wasser geplumpst. Oh, ich plumpst ins Wasser. Du bist durch Fallen gestorben, klar. Cool. Nein. Rest in pieces. Wie kann ich das denn schaffen, dass ich Erster bin? Das sieht mir gar nicht ähnlich. Vor allem bin ich ja noch am Quatschen hier wie so ein Hampel. Oh, aua, 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 da hat mir wer ein Popo geschossen. Ey, was soll das? Das war eine Unverschämtheit. Oh, da wurde ich getötet. Neoditron hat mich eliminiert. Ja, das ist, also das Spiel ist sehr, das ist doch super easy eigentlich, oder? Also ich finde, man kommt sauschnell rein. Die Leute sind gerade erstaunt, dass du Erster bist. Die können das gar nicht glauben. Ja, Cheater, weißt du, der Sarazar wieder. Achso. Der alte Fuschbolzen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ist aber auch mal so, mal so, je nach Tageskondition. Ja, bei mir auf jeden Fall. Bei mir eben. Bin voll tagesabhängig. So, wo muss ich lang? Ich gehe mal wieder zur Basis bei euch, weil es da mal so lustig ist. Und das muss ich sagen, der Gronk hat wirklich gar nicht spielen können. Also das ist wirklich, der ist total neu. Für mich ist das hier quasi gerade Premiere. Ja, aber es ist auch ein Spiel, da bist du sauschnell drin. Das muss man halt auch mal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass da voll die Vorbereitungszeit vonnöten wäre. Von Klöten wäre. Wir sind in Führung immer noch. So. 14 zu 11, aber ich werde immer schlechter leider gerade. Es gibt mir zu denken. Your account get hacked, then stop giving out your account information. Was? Hä? Wieso dein Account wurde gehackt? Das ist eine Standardinfo. Ach so, ich dachte gerade, hä, was soll das denn? Weil du deinen Account wieder gehackt hast, oder was? Ja, ja, ich hacke meinen Account immer. Aua! Andida, was soll das? Dachte, wir wären Freunde. Huch! Na geil, jetzt hatte ich gerade einen Freescreen. Scheiße. So. Jetzt kriege ich Einladung zum One vs. One, also One on One. Aber das werde ich großzügigst ausschlagen, weil ich in diesem Spiel einfach nicht gut bin. Wie in dem anderen Spiel natürlich auch, aber hier halt besonders nicht gut. Achso, das sind meine.
haben in dem Spiel ist eigentlich, also es gibt hier ein paar Ideen, wie man am besten ist wirklich. Team Gronkh holt gerade ordentlich auf übrigens. Es liegt bestimmt am Gronkh. 86, ja, die haben überholt. Uns überholt, so. Leider. Hm. Kann ich nichts machen, kann ich nichts machen. Double Kill. Oh, das wird nochmal eine richtig knappe Ausnummer, Leute. 89 zu 88. 90 zu 88. Was wär's tun? Nein! Und ich werde ja einer am anderen weggebasht. So, ich laufe auch immer genau in die Basis bei euch rein. Was natürlich total die gute Idee ist eigentlich. So, dann machen wir mal. Dann hüpfen wir mal. Nix da. Hüppel die. Boah. Keine Schnitte, bitte. Magst du keine Schnitten? Doch, Schnitten mag ich sehr gerne sogar. Nicht Schnitten, ne? Zahneschnitten. Boah, Siedler 2, ich hasse dich und alle Angehörigen. Natürlich nicht. Muss man da vorsichtig sein. Was ich ein bisschen blöd finde in dem Spiel ist der Granatwerfer, der ist so voll low irgendwie. Ja, ne, finde ich auch. Oh, dein Team hat verloren. Oh, 100 zu 96, Alter. Da müssen wir noch ein Rematch machen jetzt. Das muss noch ein Rematch geben. Leute, wir sind leider schon über der Zeit drüber. Was? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Schaffen wir noch eine Runde? Komm, Rumpi, eine Runde schaffen wir noch, oder? Die Runde dauert jetzt 10 Minuten bis Viertelstunde. Nee, wir hatten keine 10 Minuten. Wir haben gerade noch 5 gespielt oder so. Oder? Nee. Ja? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe hoffnungsvoll, hat der Gefragte eher nach. Ihr müsst auch noch ansagen, wie man die The Cave-Versionen genau, und was es für Versionen gibt überhaupt. Stimmt ja, Alter. Wir müssen aber Microvolt spielen wir nochmal. Ne? Das Spiel macht trotz aller seiner Unzulänglichkeiten am Anfang, macht das sau Spaß, muss ich mal feststellen. Finde ich auch. Erinnert mich ein bisschen an das Ding, was wir mal gespielt haben hier. Wie heißt denn das? Diese Operation Flashpoint? Nee, Pat-Dingens. Pat-Man, genau. Ja, da hatten wir auch richtig Spaß. Hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Die Community-Games machen eh richtig Laune immer. Ja, ne? Ja, also... Ich muss mal so ein Konzept von Rumpel kopieren, so mit der Community spielen einfach eine Runde. Ja. Wäre eigentlich auch ganz geil. Einfach mal von Kannst Rumpel auf meinem Battlefield die Sachen klauen gehen. Und sagen, hey, hab ich so eine gute Idee gehabt. Mach ich mal so. Ach, der Sarazar macht wieder Lippenfürze. So, ja, müssen wir aber nochmal spielen, ne? Weil für Community Game ist ja diesmal relativ Lens wenig Zeit. Lens 2 hatten wir auch schon mal gespielt, wird hier gerade in der Community gefragt, aber das können wir gerne auch nochmal zocken. Rumpel kann mal mitspielen. Na, der hat auch zwischendurch schon mal mitgespielt. Erst letzte Woche. Ach du Scheiße. Okay. Sarazar, die Tante Manfred, ja, die sitzt hier neben mir. So, hey, Gronkh, wir haben ein Gewinnspiel, denn wir haben 3 Keys. Ach, Moment, meine Haare. Mhm. Wir haben 3 Keys haben wir, ne, Rumpi? Ja, soll ich das kurz sagen, was mit den Keys es auf sich hat, weißt du es? Bitte, übernimm du, dann kann ich mich... Ach, ich kann ja nicht trinken. Also die Keys sind nur für PC, PlayStation und Xbox. Das bedeutet für alle Plattformen einen Key jeweils. Und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr tut was? Ja, sag doch mal, ich muss nämlich hier... Du hast ja ausgelaufen. Ich trinke jetzt auch mal einen Schluck in heimlich für Product Placement. Okay, dann machen wir ganz kurz ein Close-Up, dann kann der Sarazar trinken. Was haben wir denn uns ausgedacht das hier fürs Gewinnspiel? Da war ich da gar nicht dabei. Ich war da gar nicht dabei, als wir uns das diesmal ausgedacht haben. Rumpi, mach du doch mal was. Erzähl doch mal, moderier doch mal. Wir haben uns noch gar nichts ausgedacht. Haben wir nicht, ich hatte ne? zum Beispiel den Vorschlag. You talking to me. Oh Gott. Warte mal. Ja, ich talke zu dir, mein Bester. Hey, warte mal. Ja, ich rede mit dir. Hey. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was machen wir denn mal mit The Cave? Machen wir Bilder von Höhlen? Ist ja auch doof, ne? Nee, ich hatte überlegt, vielleicht eure Neandertaler-mäßig ein Foto machen. Nee, soll man so ein Foto machen mit so einer Fokuhila-Frisur, cool, so, wie du gerade hast? Gib mal deine Dornbrille gerade, ich habe eine Idee. Das kann ich nicht. Doch, ich habe eine lustige Idee. Eine lustige Idee. Aber nicht kaputt machen. Die hat 2 Euro gekostet. Diese Idee ist so lustig, aber das sieht irgendwie cool aus. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube in 5 Jahren also kriegt man die so. So sieht es schon cool aus. Yeah. Für 2 Euro ist die Hammer, oder? Ja, 2 Euro geht. Außer dass man nichts Alter, du siehst wirklich gar nichts erstmal. Das ist der erste Fakt, dass du nichts dadurch siehst. Und der zweite Fakt ist, das zweite Problem mit dieser Sonnenbrille ist, dass die wahrscheinlich keinen richtigen UV-Schutz hat. Kannst du gerade mal was von Michael Jackson singen, bitte? Ich will mal was gucken. Do you remember the time? Ach nee, das geht da falsch weiter. Das können wir nicht singen. No Brokeback, Alter. Was haben wir denn noch? Thriller! Nochmal noch immer. Oder. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? War das no der hier? No matter if you're black or white. So.
Das war doch Thriller, ne? Thriller war super. Bestes Musikvideo ever, ey. Ohne Scheiße. Michael Jackson hat die geilsten Musikvideos. Ich habe mir jetzt für die Kinect, habe ich mal die Michael Jackson Dance Experience geholt und habe da tatsächlich schon mal ein paar Moves probiert. Michael Jackson Dance Experience habe ich die Entwickler lustig. Kennengelernt mal. Hast du? Ja. Und mit denen habe ich auch getanzt. Beim Ubisoft Event in der Wohngemeinschaft. Nee, in der Wohngemeinschaft war das in Köln. Aha. Super, super lustige Leute. Sind wieso gibt es davon kein Video, wenn du tanzt? Ich habe mich nicht getraut. Was? Nee, da habe ich noch gar keine Let's Plays gemacht, glaube ich. Da habe ich auch die Assassin's Creed 3 Entwickler kennengelernt. Die haben damals noch nicht Assassin's Creed 3, sondern Brotherhood haben sie, glaube ich, produziert. Aber so ein Dance-Video wäre ganz cool. Ich schwöre, wir müssen mal irgendwann eine Webcam aufstellen und dann einfach wirklich das Problem ist, man darf es halt nicht auf gewisse Videoplattformen hochladen, weil da wieder GEMA-Probleme gibt. Sonst würde ich aber sehr gerne mal so ein Dance Dance Revolution oder sowas oder ein Dance Central oder so, könnte man super mal Let's Play mit einer Webcam. Einfach mal gucken, was passiert oder mit einer Kamera aufstellen und dann, wäre bestimmt toll für ein sehr cooles... Dieser blaue Fleck, den ich am Arsch habe, wird jetzt gerade nachgefragt, der ist ja gar nicht richtig am Arsch. Und außerdem, das Problem ist, der ist schon fast wieder weg. Oh nein, da muss ich ja nachher 9 hinmachen. Ja, musst du wieder mal küssen, hier mit einem kleinen Knutsch. Nee, kommst du mit nach Hause, trete ich ja wieder ordentlich rein, da stehst du ja drauf auf den dicken Wanderstiefel. Okay, komm, wir machen jetzt so, hier. Was machen wir einen ganz coolen Abschiedsdance hier. Nee, wir müssen noch was fürs Gewinnspiel hier. Machen. Was so. Machen wir fürs Gewinnspiel? Warte, so. Alter, du Penner, wir brauchen was fürs Gewinnspiel. Der Rumpel läuft schon im Kreis, läuft amok. Das ist der total geile Abschiedsdance. Okay, dann machen wir es zusammen. Zum Beispiel so. Ich kann dann nur moschen. Warte mal. So, auf jeden Fall, was machen wir fürs Gewinnspiel? The Cave, 3 Keys haben wir, jeweils einmal PlayStation, Xbox, PC. Was machen wir fürs Gewinnspiel? Das ist die Frage. Ich werde für den Neandertaler. Für den Neandertaler. Rumpel, was war deine Idee? So ein Foto zu machen, sich als Manni zu verkleiden, so wie du jetzt gerade bist. Also als Fokuhila NRW-Zuhälter. Was heißt denn hier verkleiden? Was heißt denn hier Zuhälter? Ich bin empört. Vielleicht hat die Community das ist der freche noch eine Look, Idee, was den man wir da jetzt als lustiges trägt. Gewinnspiel machen. Fotos im Assassin's Creed Style. Passt jetzt nicht. Tanzvideo ist geil. Ja, Tanzvideo ist geil. Boah, Alter, jetzt muss ich mal... Oh, ich hab hier oben so voll den, überhaupt nicht. Mach mal ganz kurz hier auf die... Guck mal hier, das ist da oben. Alter, da oben. Zieh das mal rein. Oh, ich hab einen Pickel. Oh. Alter, das geht gar nicht. Deine Frise ist auch geil. Oh, und jetzt fragen sich die Leute, warum meine Frisur beim Crisis-Video scheiße aussah, wenn die ganze Zeit eine Mütze anhast, weißt du? Eine Mütze. Ja, das ist ja sowas wie eine Mütze. Muss ich auch nächstes Mal zum Crisis-Video. Geh mal her, die zieh ich mal an. Komm, mal gucken, wie ich damit aussehe. Mach mal bitte, will ich mal sehen. Gib mal kurz die Sonnenbrille, ich will die mal ganz kurz einfach so ausprobieren. Also, The Cave machen wir dann einfach Tanzvideos, wo ihr dann mit Vukuhila seid oder so. Aber Tanzvideo finde ich auch ganz geil. Boah, riecht voller Buffer, Alter. Gib mal ganz kurz, ja, das ist dieses Anti-Dingens da. Gib die mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Ich kann Sonnenbrille normalerweise gar nicht tragen. So, geht die? Ja, Mann. Die geht. So, auf jeden Fall. Ich hab dir eine gekauft letztens. Schuldest mir einfach noch Geld für die Sonnenbrille. Ach stimmt, du kriegst ja noch 3 Euro. Okay, mach mal Tanzvideos. Okay, Tanzvideos ist geil. Macht eure coolsten Tanzvideos. Zu gewinnen gibt es dann 3 Exemplare von Cave. Leider ein leichtes Problem gibt es dabei, nämlich mit der GEMA-Musik, die dann da wahrscheinlich drunter liegt. Auf Facebook hochladen, auf der LPT-Live-Seite, da können wir das hochladen, weil da ist ja kein GEMA-Problem. Ja, aber das können wir ja nicht hochladen. Wir können es vor allem dann nicht zeigen in der Show. Das ist das Problem. Da hat er recht, der Rumpel. So. Mann, das ist aber auch schwer. Dann mach doch ein Tanzvideo. Und wir legen Musik da drunter. Genau, und wir legen dann Musik drunter. Nee, so wir können wir doch ein Lied zur Verfügung stellen, was GEMA-frei ist. Und darauf sollen die Leute ein Tanzvideo machen. Du hast doch bestimmt ein Lied, Rumpel. Okay, das poste ich dann bei LPT Live. Ne? Okay, dann machen wir das so. Dann stellen wir ein Lied zur Verfügung. Also ich will dich jetzt nicht überfordern nachher, aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee mit dem Tanzvideo. Machen wir das so. Genau, hier seht ihr die Facebook-Seite. Da wird das dann kürzer gepostet, das Liedchen. Und darauf könnt ihr dann euer Tanzvideo machen. Die coolsten Moves werden natürlich gewinnen. 1 von 3 Exemplaren von... The Cave. The Cave. So, das war es auch schon wieder, ne? Alter, wie schnell das diesmal ging. Das ist die schöne Wochenende-Musik. Oh, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Musst du die Brille ab. All eure Träume in Erfüllung gehen. Denn das Leben, das spielt sich da draußen ab. Nicht nur hier drin, na manchmal auch hier drin. Manchmal auch da draußen. Und ich quatsche irgendwas. Manchmal das macht hier Spaß. Manchmal da drin spielt sich gar kein Leben ab bei dir. Was? Du bist ja mal so gemein. Bei dir ist der Affe von Homer Simpson. Warum bist du so gemein? Weil niemand es so sehr verdient hat wie du, mein Freund.
So, wir wünschen euch auf jeden Fall ein erquickliches Wochenende. Habt ganz viel Spaß und trinkt nicht zu viel und wenn dann richtig. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder nächsten Freitag um 18 Uhr. Selbe Stelle. Selbe Welle. Ey, cool, wir sind dieses Wochenende auf dem Geburtstag von Daniele. Stimmt, wir sind ja bei Daniele Rizzo. Da haben wir heute bestimmt viel Spaß. Morgen, ne? Cool. So, morgen auf den Geburtstag eingeladen. Ja, super geiles Wochenende. Haut nicht zu viel auf den Putz. Immer in Maßen. Und super schöner Tag noch und genau. So weiter. Sia, Alter.